So, gut. Ich würde dann, gehe dann speziell zum Thema Führung. Das ist, ist erst 2 Wochen alt, dass ich da mal, das geht bei mir immer so, irgendjemand sagt, was denken wir eigentlich über Führung? Meine erste Reaktion ist immer, weiß ich doch nicht. Aber ich kann mal anfangen, laut drüber nachzudenken. Und am Ende hörte ich mich ein ganzes relativ umfassendes Konzept darlegen. Und das trage ich jetzt sozusagen zum ersten Mal öffentlich vor und habe da ein paar Charts dazu gemacht. Ist relativ viel Text. Schaubilder habe ich da nicht viel dazu. Also ich muss mal sehen, wie das geht. Ich muss das erst ein bisschen eingrenzen. Natürlich beschäftige ich mit Führung, das was mit Kultur zu tun hat, also jenseits von Befehl und Gehorsam. Und damit ist klar, eine instruktive Kommunikation, wie das Heinz von Förster zum Beispiel genannt hat, geht nicht. Also ich sage dir genau, was du zu tun hast. Du tust, was ich sage, wann ich sage, und dann ist es gut. Das ist auch eine Form von Führung, aber mit der beschäftige ich mich weniger und in unserem Bereich ist die auch nicht sehr relevant. Sondern bei uns geht es eigentlich eher, wie kann ich dem anderen kommunikativ Anreize für eine Eigensteuerung geben. Und ich betrachte den anderen dabei natürlich als ein lebendiges System, sprich als Organismus mit eigener Wirklichkeit und Eigensteuerung, die ich letztlich nicht kenne. Ja, es gibt nur, wenn ich jemanden schon länger kenne, habe ich ein Gefühl für gewisse Zuverlässigkeiten, was, wie er reagiert, aber dein Mitmensch bleibt als lebendiges System das unbekannte Wesen. Also auch da wieder der Wechsel von einem mechanistischen Ursache-Wirkungsprinzip zu einem Prinzip der Interaktion lebendiger Systeme. Und Gregory Bateson hat es ja in diesem netten Spruch, den ich hier aufgeschrieben habe, gefasst. Wenn ich ganz genau berechnen kann, wie ich einen Fußball trete, dann kann ich auch genau sagen, wie er fliegt und wohin er fliegt. Bei einem Hund ist das anders. Und das ist grundsätzlich der Unterschied im Modell der gegenseitigen Beeinflussung bei lebendigen Systemen. Also Führung meint jetzt in dem Fall Führung von Menschen, bezogen auf Rollen. Mein Persönlichkeitsmodell ist ein Rollenmodell der Persönlichkeit. Also von daher über diese Rollen kommt gleich ein Verständnis von Professionalität, Rollenkonfiguration und Kontext mit rein. Also von daher nicht ganz generell, also ich nicht ich Sektenführer, ihr mir in allem irgendwie folgen. Also bezogen auf Rollen, und zwar solche Rollen, bei denen eine erhebliche eigene Verantwortung erwartet wird, auch erfüllt werden muss, und bezogen auf Tätigkeiten, die ein erhebliches Maß an eigener Ausgestaltung erfordern. Und unsere gesamte gesellschaftliche Entwicklung geht ja so, dass immer mehr Rollen diesen Charakter haben. Es gibt immer weniger Rollen, die man einfach durch Lernen, wie man einem Anweisung folgt, nicht mehr ausfüllen kann. Weshalb Bildung so wichtig ist und weshalb Menschen, die diese Bildung nicht genießen, eigentlich auch keine Arbeitsplätze mehr haben. Da haben wir ein echtes Problem. So, jetzt habe ich mir eine Definition überlegt. Führen heißt, jemanden durch Kommunikation bewegen, sinnvoll bei Wirklichkeitsgestaltung mitzuwirken. Also ein sehr allgemeiner Begriff. Und ich möchte bei der Gelegenheit, wir verwenden sehr viel die Theatermetapher, gibt es ein eigenes Kapitel dazu. In der Theatermetapher ist Führung etwa die Hauptfunktion dessen, was ein Regisseur macht. Der muss mit einer mehr oder weniger geteilten Vorstellung von einem Drehbuch durch Kommunikation Menschen, und je besser sie qualifiziert sind,
mit umso mehr Eigentümlichkeiten dazu bewegen, an der gemeinsamen Inszenierung sinnvoll und zielführend mitzuarbeiten. Das ist die Grundfunktion von Führung. Also in der Theatermetapher verwende ich den Begriff Führung für Regie führen. Und ich verwende den Begriff Führung nicht für Management, was für mich, kommt dann drauf nochmal, Managementkompetenz ist die Kompetenz, ein Drehbuch zu erstellen. Also um mit verfügbaren Ressourcen überhaupt irgendetwas sinnvoll Aufführbares zu konfigurieren, das habe ich Management genannt. Und das ist in erster Linie eine Designerkompetenz. Personensensibel natürlich, aber eine Designerkompetenz. Und das ist doch eine ziemlich andere Kompetenz, als jemanden durch Kommunikation bewegen, die Idee, was zusammen gespielt werden muss, jedem so nahe zu bringen, dass er befähigt wird und motiviert wird, in seiner Weise bei voller Eigenart trotzdem zu einem gemeinsamen Spiel beizutragen. Die richtige Führung, das ergibt sich aus der Definition, eigentlich gibt es nicht. Erfolgreiche Führung, ja, man kann sagen, kommt dann nachher ein Zusammenspiel zustande, das sinnvoll ist oder ist es nicht zustande gekommen. Führung transportiert Kultur, also die Art und Weise, wie ich jemanden einlade, sinnvoll bei einer gemeinsamen Wirklichkeitsgestaltung mitzuwirken, ist natürlich kulturgebunden. Wie ich das probiere, ist kulturgebunden. Wie der andere mich dabei versteht, ist kulturgebunden. Also Führung kann eigentlich nur vor dem Hintergrund von Kultur verstanden werden. Sie transportiert Kultur. Durch die Art, wie ich führe, schaffe ich eine Kultur, vor der nächste Führungseinheiten dann wieder gesehen werden müssen, die den Umgang mit Führung entwickelt und trägt von daher eben auch wiederum zur Kulturentwicklung bei. Das ist dieser rekursive Kreis. Und da kommen wir in den normativen Bereich von Führung. Es gibt Führung, die bestimmten Werten zuträgt. Ich fange mal mit den Stilen an. Dazu ist mir, ich bin jetzt nicht ein großer Theaterfan, aber ich habe doch, mich haben zwei Regisseure, Regisseurinnen von Tanztheatern beeindruckt. Das andere ist die Pina Bausch, Wuppertaler Theater, die vor einem Jahr oder so gestorben ist. Und das andere ist der John Neumeier aus Hamburg, der lebt noch. Ich weiß nicht, ob das mal jemand gesehen hat, zum Beispiel die getanzte Matthäus Passion. Es ist phänomenal. Beide haben mich zutiefst bewegende Tanzchoreografien entworfen und Regie geführt und mit ihren Truppen entwickelt. Total unterschiedliche Führungsstile. Die Pina Bausch, soweit ich habe sie nicht persönlich kennengelernt, aber soweit ich das aus diesem biografischen Film entnommen habe, die sitzt da, die ist Kraftfeld. Die hat Aufmerksamkeit für jeden und ermutigt denjenigen dazu, zu sich zu finden und kooperativ die Inszenierung zu erarbeiten. Schritt für Schritt, solange sie zusammen üben. Was ich in dem Film gesehen habe, ist, dass sie hauptsächlich mit Zuwendung, mit Kraftfeld, mit Werteorientierung, fast wie mit einer spirituellen Ausrichtung arbeitet. Ich habe auch Filme gesehen, wie John Neumeier mit seiner Truppe einstudiert. Der steht da mit denen da und er macht die Bewegung vor, die er meint. Ja? Und der andere macht sie nach. Oder er geht an dem Körper vom anderen ran und lässt ihn die Bewegung spüren, wie sie gemeint ist. Also sehr viel Kreativität in der konkreten Ausgestaltung der Inszenierung. Sehr viel Anleitung für die nachher tanzen und trotzdem hochsensibel, ob das für die passt oder nicht passt. Aber die sind nicht so sehr aufgerufen, ihre eigenen Co-Kreationen zu entwickeln. Es ist einfach ein völlig anderes Stil und trotzdem kann beide mal etwas sehr Hochwertiges rauskommen. Also wir können nicht sagen, was ist der richtige Führungsstil. Wichtig ist, am Ende tanzen die Tänzer und nicht der Choreograf.
Also ob die dann das, was gemeint ist, gut tanzen, das ist eigentlich das letzte Kriterium, ob Führung erfolgreich war und gelungen ist oder nicht. Und nicht, ob alle Regeln guter Führung beachtet wurden, obwohl sie schlecht tanzen. Von daher ist das erste ist Führung, so wie ich es definiert habe, nämlich ist es ein Aspekt von Kommunikation, und zwar der Aspekt von Kommunikation, wo es darum geht, dass man wechselseitig sich beeinflusst, kommunikativ und dafür gewinnt, sinnvoll gemeinsam an einer Inszenierung teilzunehmen. Und von daher ist Führung eigentlich eine Dimension, nicht, es gibt nicht allein die Führungsbeziehung. Zwei Leute, die formell eine Führungsbeziehung haben, die haben auch eine Kooperationsbeziehung, da geht es nicht um die Dimension Führung. Die haben auch eine disziplinarische Beziehung, da geht es nicht unbedingt darum. Also Führung meint wirklich die Dimension, wie ist die zu gestalten, um durch Kommunikation sich wechselseitig zu gewinnen, sinnvoll an der Wirklichkeitsgestaltung mitzuwirken. Von daher ist völlig klar, Führung findet immer in einem Kontext statt. Es ist immer was davor gewesen und wird was danach sein. Und es gibt immer einen kulturellen Hintergrund, den jeder mit sich bringt oder vor dem beide gemeinsam agieren. Ich kann also eigentlich Führung nicht wirklich beschreiben, ohne zu sagen, in welchem Kontext sie stattfindet. Das ist ein Phänomen, das man eigentlich nicht isoliert beschreiben kann. Der Gunthard Weber hat, als wir noch zusammen Familientherapeuten ausgebildet haben, vor vielen Jahren immer gesagt, diese Versuche, solche Dinge zu isolieren, das wäre etwas so, wie wenn ein Marsmensch auf die Erde kommt und da ist ein Fußballspiel im Gang. Und er entscheidet sich, das Wesen des Fußballs dadurch zu erforschen, indem er eine Person 90 Minuten lang beobachtet. Und versucht zu entscheiden, ob der gut spielt oder nicht gut spielt. Ja? Viele Therapien oder Beratungen versuchen genau das. Ja? Aber wie willst du denn eine Abseitsfalle verstehen, wenn du nur eine Person begutachtest? Ja? Also es ist ganz klar, systemisches Einmaleins. Dinge im Kontext konzipieren, sonst habe ich wenige Chancen, sie gut zu verstehen. Und von daher, jetzt in der Theatermetapher, spielt Führung immer zusammen mit anderen Faktoren der Wirklichkeitsgestaltung. Also ob Führung gelingt oder nicht gelingt, hängt ja nicht nur vom Stil der kommunikativen Beeinflussung ab, sondern es hängt von der Bezahlung ab. Also wenn der eine 100.000 verdient, der andere 5.000, aber sie wollen auf Augenhöhe zusammenarbeiten, da ist eine andere Dimension der Beziehung ein Kontext, den man vielleicht nicht vernachlässigen kann, wenn man über Motivation in der Führungsbeziehung nachdenkt. Oder in der Theatermetapher, wenn die Kulisse nicht stimmt, ja, wenn einfach dauernd was im Weg ist, wo die zusammen tanzen wollen, dann ist es keine Frage der Fähigkeit, sich gegenseitig zu stimulieren, die richtigen Wege zu machen, wenn der eine halt immer an derselben Stelle über den Draht stolpert. Ja, da gibt es, also da kommen wir mit der Metapher, mit den Theaterrollen ein bisschen an die Grenze, weil das gibt, ist auch im Theater ganz verschieden konfiguriert. Es gibt Theater, bei denen das die Hauptverantwortung der Regisseur ist und der Intendant mehr so allgemeine Programmsachen macht, aber es gibt auch Theater, bei denen das hauptsächlich die Intendantenverantwortung ist, dass die Probezeit lang genug ist, dass die Bühne frei ist, dass sie zu verschiedenen Zeiten proben können, dass die Kostümprobe koordiniert wird mit dem Requisitenaufbau und all diese Sachen. Und also es sind einfach verschiedene Dimensionen, die manchmal dem einen Rollenetikett und manchmal dem anderen Rollenetikett zugeordnet werden. Aber was gemeint damit ist, ist sozusagen die Fähigkeit, kommunikativ andere dazu zu bringen, gut mitzuspielen, ob das gelingt oder nicht, hat natürlich mit allen anderen Hard- und Soft-Gestaltungsfaktoren im Umfeld auch zu tun. So ist es in jedem Unternehmen auch. Man kann das nicht isoliert rausnehmen. Weil sonst die Gefahr besteht, dass du zum Beispiel versuchst,
sagen wir jetzt mal, Außendienstler dazu zu bewegen, dass sie After-Sales-Betreuung ihrer Kunden machen. Aber die Einkommensstruktur dieser Leute ist so, dass sie ihr Geld verdienen, wenn sie die Unterschrift haben, und was sie danach machen, hat keine Relevanz für ihr Einkommen. Da kannst du viel Soft-Faktor-Training machen, wenn du diese anderen Gestaltungsfaktoren nicht angemessen mit einbeziehst, bezogen auf die gleichen Sachen. Also deswegen sind einfach, das gilt überhaupt bei jeglicher Kulturarbeit. Du kannst natürlich vorübergehend eine Perspektive in den Vordergrund heben, aber es muss immer klar sein, dass die letztlich mit allen anderen dabei mitwirkenden Gestaltungsfaktoren in Zusammenhang gesehen wird. Und du musst prüfen, ob du überhaupt einen Teil vorübergehend rausnehmen kannst, isoliert, ob das einen Sinn macht oder nicht. Gut, also das heißt, damit Führung gelingt, muss einfach sehr viel zusammengeführt werden. Also diese Fähigkeit, Gestaltungsfaktoren zu kombinieren, Umfeldfaktoren mitzugestalten, ist genauso wichtig wie der Versuch, Führungskommunikation selbst zu verbessern. Von daher ist Führung eine komplexe Kulturleistung, immer eingebettet in eine Organisationskultur. Also zum Beispiel eine gute Führungskultur zu entwickeln mit Verbindlichkeit, Fairness und was man sich alles als Dimension vorstellen kann in einer Organisation, die eine ganz schlecht entwickelte Verantwortungs- und Konfrontationskultur hat, wo nicht klar ist, wer für was eigentlich wirklich zuständig ist, oder wo nicht klar ist, wenn jemand seine Verantwortung nicht wahrnimmt, wer da irgendwelche Konsequenzen ziehen muss, wie man darauf wirken muss, welche Bedeutung das hat. In einer solchen Kultur kann ich natürlich nicht isoliert Führung Entwicklung machen, wenn die aus der Perspektive Verantwortungskulturentwicklung die Sache so im Argen liegt. Also deswegen muss das immer im Zusammenhang mit wichtigen anderen Perspektiven von Kulturgestaltung betrachtet werden. Also von daher ist Führung auch kein Ding, hat man vorher schon mal allgemein, sondern eine Perspektive. Also wie gucke ich auf ein Geschehen im Unternehmen zum Beispiel unter dem Gesichtspunkt von Führung? Also wie gucke ich da drauf auf die Kommunikationsprozesse im Unternehmen unter dem Gesichtspunkt, dass wer wen bewegt, sinnvoll bei einer gemeinsamen Wirklichkeitsinszenierung mitzuwirken? Also eine Art des Draufguckens. Habe ich gerade schon gesagt, kann als Gestaltungsdimension nicht wirklich isoliert werden. Das gilt aber für alle wichtigen Themen im Unternehmen. Ich habe das ja schon mal an diesem Beispiel der Psychosomatik gemacht. Mir ist es wichtig, dass Berater und Trainer sich klar machen, dass sie sich im Prinzip der gleichen ganzheitlichen Verantwortung verpflichtet fühlen wie der Unternehmer. Also dass sie nicht Teilperspektiven, weil sie sich da als Fachfrau oder Fachmann wähnen, rausnehmen und das isoliert versorgen und oft in seiner Bedeutung aufblähen und alle Prozesse, auf dass sie da gut arbeiten können, optimieren wollen, ohne gleichzeitig verantwortlich dafür zu sein, was heißt das im Zusammenspiel mit allen anderen wichtigen Gestaltungsdimensionen im Unternehmen. Denn der Unternehmer, der kann sich das nicht leisten, dass irgendein Teil sich da separat partial optimiert, sondern der muss natürlich immer drauf gucken, wie spielt am Ende alles zusammen, um den Unternehmenszweck optimal zu bedienen. Und ich finde, das ist grundsätzlich, man muss nicht bei allem selbst mitwirken können oder für alles fachlich qualifiziert sein, aber im Prinzip anzuerkennen, dass das die Messlatte für einen guten Beitrag zur Unternehmung ist, möchte ich das doch schon propagieren. Das hat dann Folgen zum Beispiel für ein Beratungsunternehmen, wie das sortiert ist, ob die wirklich für alle wesentlichen Verantwortlichkeiten Kompetenz im Haus haben oder zumindest Anschlussfähigkeit und eine Anschlusskultur an die Kompetenz, die man braucht, wenn man merkt, da fehlt was, was wir für richtig finden, oder zumindest muss man das abklären, aber es liegt nicht in unserer Kompetenz. Und nicht, dass wir sagen, wir machen halt das, was wir können und dann verbrauchen wir möglichst viele Etats. Und dann wird sicher noch was bleiben, dann sollen die sich halt überlegen, was sie mit dem Rest machen. Finde ich persönlich unethisch.
Ich glaube auch, dass immer mehr Unternehmer, die haben das früher oft ein bisschen rigide vorgetragen, wenn sie die Beratungsfuzis nicht ganz ernst genommen haben. Die haben aber in vielem auch recht gehabt, weil sie gemerkt haben, der kommt und will mir irgendetwas, was er kann, alle damit beschäftigen und möglichst viel große Bühnen dafür haben. Aber das hilft mir nicht wirklich, mein Problem zu lösen. Das wurde dann oft, sagen wir mal, abgebügelt und das wehleidige Geschrei, wenn ich mal ein bisschen despektierlich über unseren Berufsstand reden darf, der Berater oder der HRler im Unternehmen, die sagen, der versteht ja nicht wirklich, was ich mache, sonst würde der mich ernst nehmen. Das war oft einfach ungerecht. Man hat nicht hingucken können, dass man sagt, Gott sei Dank habe ich nicht viel Verantwortung für das Ergebnis vom Unternehmen, weil ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was alles zusammenspielen muss, dass das Unternehmen wirklich überlebt. Und das gestehe ich mir gar nicht ein. Nur weil ich glaube, innerhalb meiner Perspektive Gütekriterien zu haben, bin ich nur lange nicht urteilsfähig, was für das ganze Unternehmen im Moment wichtig ist, insbesondere bei knappen Ressourcen oder notwendiger Veränderung in einem engen Rahmen. Also da habe ich auch eine deutliche Werteorientierung. So, jetzt kommen wir langsam zum epistemologischen Shift. Also ist Führung dann ein individuelles Verhalten? Nö. Also wenn wir jetzt an das Fußballfeld denken und sagen, Fußball ist auch nicht die Bewegung eines Spielers auf dem Feld. Ja. Sondern ist Führungskompetenz eine persönliche Eigenschaft? In Dimensionen ja. Also wenn man irgendwie sagt, okay, was braucht jemand auf jeden Fall als Zutaten, um eine Führungsbeziehung gut gestalten zu können, wenn er da ein paar wesentliche Zutaten überhaupt nicht hat. Also wenig zuhören können oder dem anderen ständig unterbrechen oder keine Idee haben, wenn er nicht sicher ist, ob der andere ihn verstanden hat, wie er nachfragen kann, um das sicherzustellen. Solche individuellen Kompetenzanteile gibt es schon, aber die zusammen machen nicht die Führungskompetenz. Deswegen ist mein Hauptstatement am Anfang, die kleinste Einheit, wenn wir über Führung nachdenken, ist die Führungsbeziehung. Das gibt es hier auch aus der Definition. Führung ist nämlich der Aspekt der Kommunikation, bei der in einer Beziehung einer dafür zuständig ist, den anderen zu bewegen, sinnvoll an einer gemeinsamen Inszenierung mitzuwirken. Und das ist ja anders von einer reinen Kooperationsbeziehung. Da bin ich nur hauptsächlich dafür verantwortlich, dass ich meinen Teil zu dieser Kooperation gut beitrage. Aber ich bin nicht dafür verantwortlich, dass der andere seinen Teil auch kann. Ich kann natürlich monieren, wenn der einfach seinen Teil nicht liefert. Und dann ist Führung gefragt. Und jetzt ist die Frage jetzt, wer bewegt den anderen dazu, seinen Teil zu entwickeln. Die Metapher, ich habe vorher schon auf Ericsson Bezug genommen, das Zusammenspiel zwischen dem, der führt und dem, der geführt wird, ist, wenn man es überhaupt in so eine Metapher tut, eigentlich die vom Reiter und vom Pferd. Das Pferd hat seine eigene Logik, der Reiter kann das Pferd, anders als vielleicht ein Motorrad, nicht zu einer sinnvollen Bewegung bringen, wenn er die Eigenlogik des Pferds nicht versteht und sich so weit an das ankoppelt, dass das Pferd die Führung annimmt. Also ist ganz klar eine Beziehungsgestaltung. Das hatte aber auch Folgen, zum Beispiel für die Frage von Kompetenz. Ich bin, war viele Jahre leidenschaftlich geritten, es nützt nichts, wenn der Reiter reiten kann, aber das Pferd nicht erzogen ist. Und umgekehrt. Es nützt nichts, wenn das Pferd im Prinzip Führung annehmen würde, aber der darauf sitzt, hat keine Ahnung davon. Also wie viel Führung stattfindet, also Kommunikation zum gemeinsam sich bewegen, ist eine Beziehungseigenschaft und keine Eigenschaft der beteiligten lebendigen Organisationen. Allein das ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiges Umdenken. Zum Beispiel für ein Training, ich würde
wenn ich für ein Unternehmen ein Führungstraining machen würde, was ich nicht mache, würde ich immer nur ein Führungsbeziehungstraining machen. Also das heißt, Menschen, die zueinander in einer Führungsbeziehung stehen, kommen zusammen zum Training. Ergibt sich aus dem schon klar? Oder ich wollte vorher nochmal sagen, ja, das mit dem Chorleiter und dem Chor ist auch so ein Beispiel, ne? Oder Orchester. Ich meine, wenn die Leute, die im Orchester spielen, ihre Instrumente nicht können, dann kann der Dirigent noch so gut sein. Ja. Umgekehrt ein gut erzogenes Orchester, da kann auch ein Dirigent mit mäßiger Erfahrung und Qualifikation trotzdem ganz gut anleiten. Also, wie gut ist die Leitung dieses Orchesters? Wieder ein Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren und nicht eine Eigenschaft vom einen oder anderen Teil. Kompetenz in der Führung ist also daher ein Merkmal einer Beziehung und das kann auf ganz unterschiedliche Weise hergestellt sein, was ich jetzt zum Beispiel mit diesen beiden choreografischen Stilen von Pina Bausch und John Neumeier versucht habe zu beschreiben. Und Führung ist am Ende so gut, wie sie komplementär gestaltet wird. Also zur Führungskompetenz gehört natürlich zur Hälfte die Kompetenz, Führung anzunehmen. Das heißt, wenn Führung gelernt wird, muss auch Führung annehmen gelernt werden, nicht nur Führung jemand anleiten lernen. Und Leute, wenn eine Führungskultur gut entwickelt ist, lernen unerfahrene Führer relativ schnell das Führen, weil es die komplementären Systeme bereits gibt. Und wenn sie was probieren, kriegen sie sofort eine Resonanz, die sie sehr schnell ihre Rolle und den Stil in diesem Unternehmen lernen lässt. Wenn das Unternehmen desolat ist, was Führung betrifft, da kann jemand noch so gut in einem anderen System geführt haben können. Die ganzen Reflexe funktionieren gar nicht. Also ihr kennt ja alle den Spruch, eine Kette ist so gut wie ihr schwächstes Glied. Das heißt, wenn ich über die Qualität, zum Beispiel von strategischer Führung, was oben am Kopf ausgedacht wird, kommt es eigentlich am unten in der Produktionsstraße an. Das ist so gut, wie es eine durchlaufende Kette vom Impulsanfang bis zur Peripherie gibt. Und wenn es, was immer notwendig ist, ein lernendes System sein muss, kommen sozusagen korrigierende oder nachfragende oder klärende Impulse von der Peripherie auch wieder beim Ausgangspunkt an. Und Führung ist so gut, wie Führungsketten funktionieren. Also es hilft gar nichts, zwei Glieder, die eh schon gut sind, noch stärker zu machen. Also wenn ihr zur Führungskulturentwicklung eingeladen werdet, dann ist ja die Frage, von welchen Führungsketten reden wir? Denn die wollen ja Führungskultur nicht, dass zwei Menschen zusammen gut funktionieren, sondern dass Impulse zur Entwicklung des Unternehmens von dort, wo sie entstanden sind, bis dort, wo sie umgesetzt werden, komplett durchlaufen. Dann ist Führung, das Führungssystem gut. Dann gibt es das System, mit dem man über Kommunikation sich eingeladen hat, sinnvoll zu einer Wirklichkeitsinszenierung beizutragen, erfolgreich gewesen. Also Führung ist eigentlich eine Systemkompetenz, wenn man auf die ganze Organisation guckt. Jetzt kommen wir schon ziemlich weit weg von Führung als Verfügen über ein paar Basic Tools eines Individuums. Und das ist ein Führungssystem. Das Führungssystem ist das Netz der Führungsbeziehungen. Und da ist die Hierarchie praktisch nur die herausgehobene, sehr gewohnte Art, in Führungsbeziehungen zu denken. Aber tatsächlich, und das nicht nur bei der Matrixorganisation, ist Führung ein komplexes Netzwerk. Also zum Beispiel derjenige, der ein Kundenbetreuungssystem als Projektmanager zu betreuen hat, der muss erfolgreich die Serviceabteilung, die die IT-Ausstattung dafür liefert und wartet, führen. Nämlich durch Kommunikation die dazu zu bewegen, sinnvoll zu dieser Kommunikationsaufgabe beizutragen, obwohl die keine hierarchische Ober- oder Unterordnung haben. Aber auch das sind Führungsbeziehungen. Man spricht dann so ein bisschen, wenn man es von der Hierarchie unterscheiden will, von informeller Führung.
Und man kann sich eine Organisation so wie das Gehirn vorstellen. Ja? Das ist eigentlich immer eine konzertante Veranstaltung, die ganz dezentral in ganz verschiedener Weise gemacht werden, die sich erfolgreich vernetzen und synchronisieren muss, damit die Leistung des Gehirns zustande kommt. Und so ist es mit Führung auch. Da können wir aber natürlich mit sehr einfachen Landkartenzuführungen kommen wir da nicht sehr weit. Also dann entwickeln sich das Unternehmen ja heute in ihren Kulturgewohnheiten wie in ihren Selbstverständnissen immer stärker über ihre klassischen Unternehmenssystemgrenzen hinaus. Also ein Beispiel, das ich vor 2 Jahren zum ersten Mal gehört habe, ist Value Networks. Also die, was ich ja auch beobachte bei uns in den Curricula, dass die Unternehmen immer stärker bereit sind, mit anderen Unternehmen über Unternehmensgrenzen hinweg zu kooperieren. Und dass sie, gerade Beratungsunternehmen oder Freiberufler brauchen das sehr stark, dass sie sich zu situativen Konsortien zusammenfassen. Und da muss jemand eine Konsortialführerschaft übernehmen und die anderen durch Kommunikation bewegen, sinnvoll beizutragen. Also auch, da gibt es über klassische in Organigrammen abbildbare Unternehmenseinheiten hinweg natürlich Führungsbeziehungen, die manchmal wichtiger sind als die internen. Also so klassische Konkretisierungen von Führung auf Einzelne und deren Kompetenz reduziert, passen eigentlich nicht mehr in ein modernes Verständnis vom Funktionieren und vom Erfolg von Unternehmen. Das hat Auswirkungen, wenn man so denkt, dass nämlich Führungssystementwicklung, worauf es dann, wenn man nicht gerade nur, also sagen wir mal, wenn da jetzt Chef und Sekretär einen Dauerkonflikt haben und wir durch einigermaßen Abklärung festgestellt haben, das ist nicht eine durch ihre Individualität ausgetragene Systemproblematik, sondern das ist wirklich Kommunikationsstil, Persönlichkeitseigenart, historische Entgleisung, getragene Führungsbeziehungsentwicklung, dann kann ich natürlich nur mit denen arbeiten. Das ist so mehr dieser Persönlichkeit, privatistisch, biografisch, Empfindsamkeit orientierte Stil. Aber da kann man natürlich, wenn ganze Organisationen nicht performen, eine gemeinsame Choreografie auf die Bühne zu bringen. Und was das an Führung überall heißt, kann man mit dieser Betrachtungsweise eigentlich nicht wirklich ein seriöses Angebot machen. Also Führungssystementwicklung beinhaltet dann zum Beispiel eine gezielte Kulturbegegnung und Wirklichkeitsabgleichung der beteiligten Systeme. Und zwar horizontal und vertikal. Ich habe das mal versucht beim großen internationalen Konzern. Die wollten eine, die haben in ihrem Direktorium beschlossen, dass sie in den weltweiten Projekten, wo sie mit vergleichbaren Organisationen anderer nationaler Träger zusammenarbeiten wollen, dass die jetzt strategisch führen lernen wollen, weil sie angestrebt haben, in wesentlichen Projekten Konsortialsführerschaft zu übernehmen. Führung war sonst kein großes Thema in dieser Organisation. Man hat so ein bisschen auf Good Fellow und irgendwie machen wir was gut zusammen. Und es gibt auch ein paar Vorschriften, gegen die wollen wir nicht verstoßen. Und ob das Ergebnis optimal ist, ist gar nicht so wichtig. So, das ist deren Führungstradition gewesen. Und da wollten die mich haben, also es gab 3 große strategische Ziele, 3 Geschäftsführer, und da wollten die mich haben, dass ich mit dem gesamten System ein Führungssystem, strategische Führungsentwicklung, mit das ganze System mache. Und da bin ich mit diesem Gedanken und in der Annahme ist ja klar, und das freuen die sich bestimmt, wenn ich das mit denen mache, habe ich gesagt, ja ganz prima, wir nehmen die 3 Geschäftsführer, die 3 internen Verantwortlichen für die Kontinente, in denen wir Beispiel, also die 3 Geschäftsführer mit 3 strategischen Anliegen, eins davon war jetzt zum Beispiel Aufbau von Kompetenz zur Konsortialführerschaft, dann nehmen wir die 3
Kontinentverantwortlichen, weil die so einen hierarchischen Baum hatten. Und innerhalb der Kontinentverantwortlichen nehmen wir einen Länderverantwortlichen und innerhalb der Länder nehmen wir einen Projektverantwortlichen, weil da am Ende muss sich ja zeigen, ob diese wunderbare strategische Führungsidee irgendeinen Unterschied macht im konkreten Leben der Organisation. Sonst ist das Ganze eine Aquaplaning-Veranstaltung. Die oben denken, sie lenken. Und horizontal bestätigen sie sich immer wieder, wie genial sie lenken und merken aber gar nicht, dass an der Straße nichts ankommt. Das interessiert sie oft nicht mal, weil dann hätten sie echt Arbeit. Das sind dann sogenannte fiktionale Systeme. Da habe ich gerade einen Blog drüber geschrieben. Wer so über solche kleinen Schmankeln bei mir gerne informiert ist, kann meinen Blog lesen. So alle drei Wochen kommen so gerade so knapp zwei DIN A4 Seiten, dass man es auch gleich lesen kann. Kommt dann ein Beitrag so dieser Art. Tja, und da habe ich gesagt, ja, natürlich. Die wollten natürlich gleich flächendeckend strategische Führung über die ganze Organisation, ich glaube 40 Länder und was nicht alles für Arbeitsbereiche, sagt, kommt gar nicht in Frage, ich arbeite immer nur exemplarisch, Kultur erzeugt Kultur, Beispiele machen Schule. Wir wollen jetzt erstmal gucken, ob jeder der Geschäftsführer irgendeine Vorstellung hat, wie ein strategisches Ziel, sagen wir jetzt, Aufbau der Kompetenz zur Sozialführerschaft im Unternehmen auch so über die Führungskette nach unten bringen kann, dass es dort, wo es dann real wird, auch irgendeine Relevanz hat. Und dann, dann haben wir drei Kontinente, drei Länderbeispiele und aus den Ländern je ein Projekt, dass wir drei komplette Führungsketten hatten. Und dann habe ich zu einem Thema eine Führungskette in den Innenkreis gesetzt und den Rest in den Außenkreis. Und dann habe ich die einfach nochmal darüber sich unterhalten lassen, ob die nächste Ebene, wenn der Geschäftsführer von Konsortialführerschaft spricht, überhaupt irgendeine Vorstellung hat, was der damit meint. Und wenn der eine Vorstellung, dann bildet sich dann die nächste Ebene Vorstellung davon und die will dann irgendwelche Führungsimpulse in die nächste Ebene leiten. Und das funktioniert ja nur, wenn die irgendwelche gemeinschaftlichen Vorstellungen davon haben oder zumindest ineinander gültig übersetzbare Vorstellungen. Sonst entsteht keine einigermaßen funktionierende Führungskultur. Und das habe ich mit denen durchgespielt und es stellte sich raus, dass sie total horizontal organisiert werden. Also die Geschäftsführung, die haben sich gegenseitig sagen können, was sie glauben, was der andere Geschäftsführer damit meint. Also das hat einigermaßen gut funktioniert, weil ja eh da immer gern die, die auf einer Ebene sind, zusammensitzen und nicht die, die zusammen Verantwortung tragen. Also hat auch viel mit Milieugesichtspunkten zu tun und so. Und da habe ich die wirklich mal miteinander reden lassen und klären, ob die überhaupt ob da überhaupt eine zueinander passende oder ineinander übersetzbare Wirklichkeitsvorstellung, ganz unabhängig von der Frage, kriegen wir das überhaupt hin, aber überhaupt, was stellen wir uns eigentlich drunter vor? Und es stellte sich raus, nada, beinahe nichts. Die haben die Welt, in der der andere sich orientiert und die ihm bei bestimmten Stichworten einfällt und wo er anfängt darüber nachzudenken, wie er diese Welt umgestalten kann, das wissen die auf den anderen Ebenen gar nicht. Die können das für sich nicht abbilden. Also können sie eigentlich gar nicht überprüfen, ob jemand, der in Richtung Konsortialführerschaft eine Anweisung kriegt, was er zu entwickeln hat, ob der was Sinnvolles gelernt hat, weil ich das gar nicht auf dem Schirm habe. Der Geschäftsführer, der denkt bei Konsortialführerschaft, dass er im Kreis internationaler Geldgeber, wenn die zusammensitzen, eine bessere Rolle spielen, das ist das, was den interessiert. Da stellt er sich unter Konsortialführerschaft vor. Der Kontinentverantwortliche stellt sich was ganz anderes vor. Der Länderverantwortliche stellt sich was ganz anderes vor. Und der Projektleiter vor Ort dann wieder. Und es gibt keine Kultur des Abgleichs. Die müssen ja nicht alle wirklich sich in der Welt der anderen Beteiligten einer solchen Führungskette auskennen. Aber es muss einen einigermaßen gültigen Übersetzungsmechanismus geben, weil sonst kein Führungssystem entstehen kann. Die Impulse, die von unten kommen, dass sie sagen, da funktioniert was nicht, wir brauchen da eine Änderung in der Strategie oder in der Art, wie wir die Strategie umsetzen, das kommt ja gar nicht nach oben, wenn die nicht mal wissen, wovon der überhaupt redet, wenn der was erzählt. Und umgekehrt auch nicht. Das heißt, wir brauchen eigentlich einen sehr breiten Horizont
wenn wir in die Qualifikation, über die Qualifikation von Führung nachdenken und die Teilfragen habe ich hier reingeschrieben, teilt man überhaupt die Wirklichkeiten und Horizonte? Kennt man die anderen Wirklichkeiten und Horizonte überhaupt genügend? Kann man wechselseitig sich auf die Welt des anderen, mit dem ich in dieser relevanten Beziehung in der Kette verbunden bin, überhaupt beziehen? Kann man es übersetzen? Und kann man Steuerungsimpulse abgestimmt übersetzen? Und da kann man jetzt natürlich schon gleich ein bisschen entmutigt sein und sagen, welche Organisation funktioniert das eigentlich? Trotzdem funktionieren sie ja irgendwie. Das muss man dann studieren, wie das eigentlich passiert. Damit ich aber Führungssystementwicklung betreibe, muss ich dann zum Beispiel mit einem ganz anderen Kommunikationsmodell dran gehen. Wenn ich ein Konzept brauche, mit dem ich überprüfe, ob die sich eigentlich verständigen. Und da haben wir zum Beispiel das Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation. Das geht davon aus, dass zum Beispiel der Vorstand sich in einer ganz anderen Kultur bewegt als die nächste Ebene. Ja, und begegnen sich die beiden Kulturen überhaupt? Und was braucht es? Weil jede dieser Kulturen reagiert, ähnlich wie im Gehirn, jeder Teil des Gehirns reagiert zu 90% auf die Logik der eigenen Wirklichkeitsverwaltung und nur zu ganz geringen Prozent auf die Impulse von außen. Und wenn wir keine Verständigung darüber entwickeln, wie die Logik des anderen Systems ist, das ein lebendiges System ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Impuls setzen, der auch noch das erreicht, was wir wollen, recht gering. Und da gibt es zum Beispiel Konzepte, ich weiß ja nur, die Pfeile weisen nur darauf hin, Konzepte, wenn das nicht zusammenklappt, dann muss man systematische Aufbauarbeit leisten. Nicht natürlich in allen Themen, weil sonst würde man natürlich das ganze System mit solchen Klärungen überfrachten. Aber an einem Beispiel mal durchdeklinieren, beziehen sich die überhaupt auf die gleichen Fakten oder reden die von ganz verschiedenen Dingen? Wenn ja, geben die diesen Fakten die gleiche Bedeutung oder wissen zumindest, wie der, was es für den bedeutet und was es für mich bedeutet, können wir es ineinander übersetzen? Haben wir zueinander passende Vorstellungen, wie die Dinge überhaupt zusammenhängen? Und dann ganz am Ende kommt die Frage, kann ich persönlich das stemmen und Verantwortung dafür übernehmen? Fast immer, wenn es Ärger gibt, wird auf der Ebene, kann er es oder kann er es nicht, diskutiert. Es wird, wenn es hochkommt, merkt man dabei erst, ja, wir haben auch ganz andere Vorstellungen, wie sowas zusammenhängt. Der eine denkt in Lohnungssystemen, der andere denkt in Würdigung, in Beziehung. Das sind ganz andere Vorstellungen, wie die Dinge zusammenhängen, sodass zum Beispiel aus einem Kritikgespräch lernen wird oder nicht lernen wird. Ich brauche noch keinen, aber wie sieht es aus? Habt ihr euch jetzt wieder erholt? Ja, ich bin jetzt so am Überlegen, die vereinbarte Arbeitszeit ist ja jetzt nochmal 1 Stunde und 20 Minuten. Ich habe natürlich da sehr viel mehr mir vorgenommen, als man derzeit wirklich machen kann. Ich habe mir jetzt überlegt, wie man, ich merke schon, dass ich auch vieles schon by the way erzählt habe, was später nochmal im Charts kommt, da würden Redundanzen entstehen, deswegen würde ich einiges auch überschlagen. Ich habe mir jetzt überlegt, wie was euch denn im Moment vielleicht noch in dem Stil, in dem wir arbeiten, noch am meisten helfen würde. Meine Idee wäre vielleicht noch 20 Minuten zum Thema Führung zu machen. Und dann würde ich aber dieses ganze Lernthema nicht mehr groß aufmachen, sondern da nur ein paar Essentials. Und dann habe ich die Idee gehabt, falls diejenigen, die einfach unsere Konzepte nicht kennen und gerne mal einen Eindruck haben, ich habe gesagt, da braucht es zu allen Bereichen eigentlich neue Konzepte, wenn wir so arbeiten wollen. Verantwortung, Macht, Autorisierung und diese Sachen. Ob es vielleicht euch interessieren würde, einfach zu den wichtigsten Konzepten einfach so ein bisschen einen Durchlauf zu machen und zu sagen, was die transportieren und warum die so gebaut sind für den Fall, dass ihr da
mehr machen wollt, dass ihr überhaupt wisst, was im Angebot ist. So beispielhaft. Ne? Bitte? So beispielhaft. Ja. Das anschauen. Ja. Dass ihr auch mal die Charts mal gesehen habt, sodass wenn ihr dann bei uns auf der Website guckt, dass ihr eine Idee habt, ah ja, das war dieses Chart. Vielleicht lieber aber eins exemplarisch vertiefen, als so Überfehle. Bitte? Du wirst es nicht alles recht machen können, oder? Klar. Aber klingt doch gut. 20 Minuten Führung und dann noch einen Überblick und dann können wir ja auch bremsen, wenn man sagt, bitte mir. Habt ihr denn das Gefühl, dass, so wie ich das Thema Führung jetzt aufziehe, dass es einerseits zu dem Gesamtansatz, den ich vorher erläutert habe, passt und andererseits euch Perspektiven erweitert, von denen ihr das Gefühl habt, ihr könnt damit irgendwas machen in eurer Arbeit? Ja, aber was Entlastendes, würde ich sagen. Ein Einzelbeziehung entlastet ist. Und was entlastet dich dabei? Ja, dass der Kontext auch eine maßgebliche Rolle spielt. Fußketten und diese ganzen Informationen. Ja. Also ja, klar. Ja. Also für mich passt das gut zusammen. Wobei es mir heute Morgen so ging, da fand ich die Flughöhe super. Es halt so grundsätzliche Überlegungen waren, dass ich im Kulturthema nicht so stark drin stecke. Jetzt im Führungsthema bin ich sehr stark unterwegs. Und da merke ich, würde es mich interessieren, ein bisschen mehr auf eine Ebene auch zu kommen, so beispielhaft mal anzuschauen, wie macht ihr das dann? Ne, weil ich da viel stärker im Abgleich bin als heute Morgen. Mhm. Ja, das verstehe ich. Ich könnte vielleicht, was zum Führungsthema gut passen würde, euch nochmal ein Design vorstellen, wie, ich zum Beispiel, wie wir diese ausgewählte vertikale Teamentwicklung machen. Ja, also wie man einerseits mit der Komplexität des Ansatzes arbeiten kann, und trotzdem ausgewählt wenige Menschen hat, mit denen man konkret arbeiten kann, dass nicht immer gleich eine ganze Turnhalle voll steht. Ja, das würde, glaube ich, auch die Einbindung der Führungsverständnis in Teamverständnis und in Organisationsentwicklung verständlich machen, auch wenn man selbst nicht als Organisationsentwickler arbeiten möchte. Also ich will auch gar nicht, dass jeder mit großen Systemen arbeitet, das liegt nicht jedem. Mag auch nicht jeder als Art, wie er sein Leben verbringt. Aber mental sollte man, auch wenn man in der Kleinform arbeitet, auf diese großen Dimensionen irgendwie bezogen sein. Sonst macht man sich nur sein kleines Sandkästchen und sandelt da für sich rum und hofft, dass es der Menschheit dient, aber genau wissen will man es nicht. Okay, dann probieren wir es jetzt mal durch. Ich gehe nochmal den Rest der Führung durch. Ich muss mich nur gerade überlegen. Ich muss da vielleicht da noch ein anderes Chart. Wie erkläre ich das nochmal mit der vertikalen Teamentwicklung? Weil das ziemlich viel anbietet von Coaching-Arbeit, Entwicklung, Verständnis von Teamentwicklung und Umgang mit Führung im Zusammenhang damit. Und dann machen wir einfach nochmal so ein Potpourri, dass ihr einfach seht, die Kommunikationsmodelle, das Verantwortungsthema würde ich vielleicht ein klein bisschen breiter machen, weil das wirklich auch ein super Thema bei uns ist. Auch der Umgang mit Verantwortungsvermeidung aller Art, ein großes Thema in unserer heutigen Zeit. Okay, let's go. Einfach nur nochmal den Bezug, dass wir über das Verständnis von Führung als Profession noch mal mehr nachdenken können, dass uns auch klar ist, die Unternehmen machen das ja oft so, dass die einfach die arrivierte Führungskraft, die sagen, okay, jetzt du kannst es am besten von eurer Truppe, mach du jetzt den Führer. Und das ignoriert völlig, dass Führung was anderes ist als erster Fachmann. Also zumindest in dem Sinne von, die Hauptkompetenz muss sein, andere durch Kommunikation dazu beizutragen, sinnvoll. Und das habe ich in diese Formulierung gebracht, Amtsantritt kann die Auseinandersetzung mit dem Führungssystem, in das man eintritt, nicht ersetzen. Man muss sich klar werden, in was für einem System werde ich denn nachher eigentlich tätig sein als Führungskraft. Und Führungs-
Beziehungsgestaltung, das ist jetzt ein Ideal, aber derjenige, der sagt, bin jetzt hauptsächlich Führungskraft, muss verstehen, dass er oft in einen anderen Beruf wechselt, dessen Kernkompetenz, nämlich die entsprechende Kommunikationsgestaltung ist, und dessen Kerntätigkeit auch nachher sein wird, diese Kommunikation zu pflegen und dafür eine Kultur aufzubauen. Dazu ist natürlich in vielen Unternehmen schon wichtig, dass er die Kompetenzen, das Know-how aus seiner bisherigen Funktion und der Organisation da mitbringt, aber es ist eigentlich ein Berufswechsel, genau genommen. Das machen sich die meisten Leute nicht klar. Und dann denken die, das kann man so geschwind in einem Seminar dazu tun. Und es gibt ja offenbar zunehmend aufgeklärte Leute, die sagen, nein, ich möchte nicht Führungskraft werden, das ist ein Beruf, den ich nicht gelernt habe. Weil die kapiert haben, was für eine Aufgabe es damit wirklich verbunden ist und weil sie die Kompetenz persönlich sich nicht zutrauen oder nicht erwerben wollen oder weil sie diese Kerntätigkeit einfach nicht ausüben wollen. Die wollen lieber Designs machen, die wollen mit dem Kunden arbeiten, die wollen fachliche Entwicklungen machen. Und das ist einfach was anderes als Kommunikationsspezialist sein. Und das hat sich, glaube ich, immer noch nicht überall rumgesprochen. Ja, und von daher kann man Menschen nur ermutigen, die Übernahme von Führungsverantwortung gut für sich abzuklären. Einerseits, was das an ihrer professionellen Entwicklung wirklich bedeutet, in welches System sie eintreten und ob das zusammenpasst. Immer so diese Passungsfrage, ob sie Hoffnung haben, in diesem System diese Funktion auch wirklich wirksam ausfüllen zu können. Und oft auch jetzt in der Metapher von Regie und Drehbuch, ob es auch gute Drehbücher gibt. Das ist auch so ein Punkt. Wenn die Drehbücher lausig sind, das ist eigentlich nicht geklärt, wie man die Dinge hier entwickeln soll, sondern das sollen alle sozusagen in Absprache das Drehbuch schreiben, während sie bei der Probe sind, obwohl wir gar nicht wissen, was sie aufführen wollen. Das ist natürlich, da hast du als Führungskraft eine ganz andere Aufgabe, als wenn es die Kompetenz und vielleicht auch schon die entsprechende Entwicklung von der Vorstellung gibt, wie soll das Ganze aussehen und du dich hauptsächlich darauf spezialisieren kannst, wie kann ich das kommunikativ rüberbringen. Wenn impliziert wird, dass während der Kommunikation uns überhaupt erstmal einfallen soll, was für ein Stück wir spielen sollen, dann sind auch gute Führungskräfte oft einfach völlig überfordert. Die scheitern dabei, dass sie nebenher nicht das Drehbuch schreiben können. Das ist eine ganz andere Kompetenz. Und dann denken sie, wären keine gute Führungskraft. Das liegt aber am lausigen Drehbuch. Und wenn das Drehbuch wirklich gut ist, dann können auch mittelmäßige Regisseure trotzdem gute Inszenierungen hinkriegen. Und auch im Vorgriff jetzt nochmal so eine Metapher, die Unterscheidung zwischen operativer und strategischer Führung. Sehr oft wollen Leute strategisch führen. Die haben aber überhaupt keine Kompetenz und das System hat keine eingefahrene gute Gewohnheit, wie sie ganz normal Alltag führungskräftemäßig gut bewältigen. Ja, wenn jemand sein Instrument nicht kann oder ein Orchester zusammen das einfachste Lied nicht wohlklingend spielen kann, dann können die sich doch nicht vornehmen, dass sie jetzt die neue Musik zusammen erfinden. Und der Dirigent, der selbst vielleicht mit einem gut eingeführten Orchester da Chancen hätte, der hat mit einem ungebildeten Orchester einfach wenig Chancen. Und der muss sich wohl überlegen, ob er das Talent und den Willen hat, dieses System überhaupt erstmal spielfähig zu machen. Und auch das muss sich jemand, der Führungsverantwortung übernimmt, irgendwie überlegen. Weil sonst, man kann schlechte Drehbücher auf Dauer einfach nicht durch Führung kompensieren. Und es ist nicht immer bei den gleichen Leuten angesammelt, das Talent. Das heißt, dann manchmal ist es so, dass gute Regisseure, wenn es um Neubesetzung geht, weitere gute Regisseure einstellen, anstatt gute Drehbuchschreiber. Und umgekehrt, Leute, die gute Designs machen können, holen andere dazu, die auch gute Designs machen können. Die haben aber niemanden, der es wirklich gut kann, das kommunikativ an die potenziellen Player rüberzubringen. Also auch da kann man beratend wirken. Was ist eigentlich überhaupt der Engpass, dass sich das Führungssystem entwickeln kann? Ich darf kurz nachfragen. Ja? Jede Führungskraft für sich selber. Nein. Ich habe doch ein Thema, an dem ich mich orientiere und dann baue ich mein eigenes Drehbuch. Ja, sagen wir mal, dein Kleindrehbuch. Wie du eine Teilaufgabe umsetzen möchtest, kannst du schon selber schreiben, natürlich.
Aber eine strategische Ausrichtung, etwa an der Personalabteilung, also sagen wir mal, wenn ich jetzt eine PE-Einheit habe, dann brauche ich ein strategisches Drehbuch, was sind wir? Sind wir Organisatoren von Spezialisten und wir sind die Fachleute fürs Ankuppeln ans Management und wir nehmen das Management in die Verantwortung und die klassischen Personaler, dass die sich überlegen, wie das Geschäft sein soll, weil nur dann können wir überlegen, wie die dazu passende Personalentwicklung aussieht. Und wir entwickeln die Logik der Personalentwicklung, wir müssen aber nicht alles selbst machen. Das sind strategische Überlegungen, die kannst du nicht in der jeweiligen Zweierbeziehung entscheiden. Das ist klar, als übergeordnetes Drehbuch, aber dann mein individuelles. So könnte man sagen, klar. Also Subdrehbuchkompetenzen brauchst du natürlich schon. Ja, in gewisser Maße. Aber sehr oft versuchen die dann im Kleinen die ganze Welt mitzuerfinden. Und das überfordert die einfach. Ich glaube, da hat unser Berufsstand auch einfach eine wichtige Funktion, den Verantwortlichen in Unternehmen überhaupt mal eine Vorstellung zu geben, wie man eine Sache angehen kann und was versorgt sein muss, damit überhaupt eine Chance besteht, dass man was erreicht. Und dass diese manchmal sehr pauschalen und etwas größenwahnsinnigen Vorstellungen, was man so auf die Schnelle geschwind machen kann, den müssen wir einfach qualifiziert widersprechen. Das ist eine wichtige Aufgabe unseres Berufsstandes. Kann uns den einen oder anderen Auftrag natürlich kosten. Das kurze Frage. Ihr habt doch in euren Ausbildungen auch sehr viele Personale aus verschiedenen Konzernen. Ja. Wie reagieren denn die auf, wenn du sowas darstellst oder eure Lehrtrainer? Ist da ganz viel Kopfdicken dabei? Ja, klar. Ja, ganz verschieden, je nachdem sozusagen, was ihr Ausgangspunkt ist. Aber alle, also bei uns schließen sich dann alle an diese Denke an, setzen sich zumindest mit der auseinander. Muss ja jemand nicht hundertprozentig teilen. Aber wir transportieren da schon ein gewisses Weltbild von gutem Verhalten im Feld für ganz verschiedene Rollen und Verantwortungen. Also, aber das hat wiederum mit der Kultur der Weiterbildungsgruppe zu tun. Ne? Wir haben schon zeitweilig haben ja zu viele klassische Personaler und oft aus einem Unternehmen drin gehabt. Und wenn du 5 klassische Personaler von Daimler drin hast, dann hast du eine Weiterbildungsgruppe Kultur, dann kann ich unsere Kultur da nicht aufbauen. Weil die zu 5 genügend Beharrungskräfte in ihrem klassischen Denken einbringen. Und wir schaffen es da nicht, diese neue Kultur so aufzubauen, dass die richtig fliegt. Wenn ich 2 von der gleichen Sorte in der Weiterbildungsgruppe habe, dann ist die Kulturdominanz bei den anderen und dann kehren diese andere bessere Seite nach vorne und lernen auch sehr. Wenn die eine Chance sehen, zu 4. oder zu 5. eher zu beharren, macht uns mal was vor und dann überlegen wir uns, ob uns das gefällt, dann kann es sein, dass wir die nicht knacken. Also die Kultur der Weiterbildungsgruppe ist auch für uns wichtig zu entscheiden, ob wir überhaupt eine Chance haben, Kulturimpulse so setzen, dass die merken und das andere System funktioniert und ich kann sogar eine tolle Rolle drin einnehmen. Auch wenn ich dann nach Hause komme, mit dieser neu gelernten Kultur erstmal gar nicht ankoppeln kann, weil die alte Kultur dann erstmal noch bleibt, was manchmal zu mehr Leiden führt. Da bereiten wir auch darauf vor. Wir sind jetzt schon so lange am Markt, dass in vielen Unternehmen halt viele bei uns Ausgebildete aufeinandertreffen, die dann zusammen praktisch ein ISB-Kultur Netzwerk bilden und sich gegenseitig stützen, sodass durch uns, obwohl die in der Regel einzeln zu uns in die Weiterbildung kommen, die zusammen dann doch ein Kulturnetz in ihrer Organisation bilden und sich gegenseitig stärken und sich stabilisieren in der neuen Kultur. Aber je ferner natürlich die Ausgangskultur ist zu der Kultur, die wir vertreten in der Weiterbildung und je weniger das dort sind, umso größer ist die Aufgabe, dass jemand dann mit diesem Leben in diesen beiden Welten zurechtkommt, zumal er in der Regel unsere Welt als sehr attraktiv erlebt, aber er merkt, es geht ihm dann in seinem Betrieb so wie mir in der Eltern, am Elternabend. Wie würdest du denn deine Inhouse-Berater-Ausbildung? Bitte? Inhouse-Berater-Ausbildung. Ja, ist gleich. Das muss man gucken, also welche Kultur das ist. Und Inhouse-Berater kann viel heißen. Ne? Also wenn die aus verschiedenen Abteilungen mit verschiedenen Kulturen sind und sehr willig sind, unsere Impulse aufzunehmen, ist das gut.
Wenn das Leute sind, die da zusammengepfercht sind, weil sie müssen und eigentlich gar keine Lust haben und so, ist die Chance, dass wir dann kulturellen Unterschied machen, klein, und dann nehmen wir uns einfach auseinander. Und wir sind ja darauf angewiesen, wie ihr auch, dass es bei denen Resonanz erzeugt und wir zusammen zum Fliegen kommen. Ich kann nicht beweisen, dass Kultur gut ist, wenn die anderen nicht mitmachen. Also, und es gibt bei uns ganz selten Weiterbildungsgruppen, in denen es auch nicht so toll gelingt. Die meisten sind einfach total begeistert und dann geht alles plötzlich Hand in Hand. Und es gibt welche, da bleibt es zäh und manchmal weiß man nicht, woran das liegt, und so ist es halt. Also, das kennt ihr auch. Man muss nicht immer denken, man hätte das alles in den Griff kriegen müssen. Halt, auch Gruppen sind lebendige Organismen und manchmal ist der Wurm drin, du weißt nicht wirklich, warum es so ist. Und dann muss man halt eher überlegen, ob man liegt. Was wir manchmal auch schon gemacht haben, dass wir tatsächlich, weil so, die gehen ja dann ins zweite Jahr und diese Gruppen, da sind die Leute einfach nicht wirklich beseelt, da gehen auch nicht so viele ins zweite Jahr. Das heißt, im zweiten Jahr entstehen dann neue Konstellationen und dann gucken wir ein bisschen drauf und die gleichen Leute in neuen Konstellationen sind plötzlich beseelt und in der alten Konstellation war es jetzt nicht. Das heißt, wir machen selbst bei uns die Erfahrung, dass die Kultur, in der sie agieren, auch davon auch mitbestimmt, welche Kulturfähigkeit sie entwickeln. Das ist auch für uns alles im Zusammenhang, das kann man nicht isoliert machen. So, etwas, was noch wichtig ist, dass das nicht ausgeblendet wird, Führungsbeziehungen sind Machtbeziehungen. Deswegen muss Führung autorisiert werden. Das ist ganz wichtig, da komme ich nachher vielleicht nochmal kurz drauf, oder kann ich jetzt schon im Vorfeld sagen, ihr habt es heute Morgen schon mal gesagt, die Gegenseite von Macht ist die Autorisierung. Also wie ich versuche dafür zu sorgen, dass andere meine Wirklichkeitsideen und Gestaltungsideen annehmen, wenn ich das erfolgreich tue, dann habe ich Macht. Ich brauche. Aber was es braucht, dass der andere das annimmt und komplementär mitspielt, diesen Vorgang nennt man Autorisierung. Er muss mich autorisieren, dass ich Einfluss auf ihn haben darf. Und von daher muss Führung, also das Wollen, den anderen zur Mitgestaltung zu bewegen, irgendwie bewirken, dass der andere mit der Zeit das billigt und bejaht und möchte, dass ich das auch tue. Wenn jemand da konsequent eigentlich nicht möchte, dass ich ihn führe, in komplexen Aufgaben hat es keine Chance. Da muss man strukturelle Entscheidungen treffen, einen rausschmeißen oder umsetzen oder was immer. Da bin ich auch gar nicht auf der Ebene, alles muss durch Bildung zu machen sein. Ich habe auch schon ganz selten, aber in meinem Unternehmen mit einer Mitarbeiterin, wir sind trotz heftiger Bemühungen nicht zu einer Passung zu kommen. Entweder hat sie mich mit jeder Kleinigkeit beschäftigt oder sie hat Entscheidungen getroffen, wo sie dringend mich hätte einbeziehen müssen. Und x Durchläufe, das da auf eine Ebene zu kommen, sind gescheitert und habe ich einfach gesagt, lass uns das beenden. Und sie ist jetzt in einem anderen Unternehmen, wo irgendwie andere Auslöser sind und da scheint es auch mal Probleme zu geben, aber es scheint da zu gehen. Also da ist manchmal viel besser, eine neue Passung zu suchen, wo jemand sich nicht so weit entwickeln muss, oder als an allem dann rumzuerziehen. Und es muss jedem klar sein, dass Hoheitsmacht, also das Recht, jemandem anderen zu sagen, was Sache ist, die übliche hierarchische Macht, die hilft nur, wenn sie gewürdigt wird. Volker hat mir morgen im Auto erzählt und sagt, ja, Vorstand hat sich da was überlegt, aber die nächste Führungsebene ist so selbstbewusst und kompetent, die sagen, das und das, das ist Blödsinn, das machen wir nicht, da können die sich da oben überlegen, was sie wollen. Das heißt, denen nützt das nichts, dass sie Hoheitsmacht haben, es sei denn, sie greifen zu brutalen Mitteln, aber das löst das Problem auch nicht. Also, dass wenn jemand denkt, durch Amtsantritt jetzt Führungsmöglichkeiten zu haben, dann hat er sich in der Regel gründlich geirrt. Und wenn ich Führung entwickeln will, muss ich irgendwie das ganze System dazu bringen, dass die Führung, die müssen Führung wollen. Oder zumindest einsehen, dass sie sich damit auseinandersetzen. Sonst kann ich dann als Vertreter, als Kulturvertreter mir den Mund fusselig reden. Und als Familientherapeut weiß ich das ja noch, ich habe mal einen Aufsatz geschrieben, neue Besen leiden oft. Unternehmen, in denen Führung gar nicht funktioniert, die holen sich dann jemanden rein, der soll mal mit dem eisernen Besen und dafür sorgen, dass.
Und diese Leute glauben manchmal selber, sie könnten das. Und dann kommen die, und das funktioniert natürlich nicht, dann versuchen sie es mit totalitären Methoden in ihrer Not, und am Ende fliegen sie wieder raus. Und selbst die, die vorher gesagt haben, wir brauchen genau sie, beginnen ab dem Moment, wo ich sage, okay, ich komme, unterschwellig das neue System zu sabotieren und bleiben eigentlich beim alten System. Und da muss man als Apostel einer anderen Kultur sehr aufmerksam sein und den anderen sagen, wenn ihr nicht die Luft, wenn ihr den Wind nicht dafür sorgt, dass Wind entsteht, hilft es nichts, dass ich segeln kann. Das habe ich jetzt schon klar gemacht, aber ich möchte gerne nochmal, bei Verantwortung haben wir das dann auch noch auf. Also Führung ist auch eine Frage der Verantwortung, und da kommen wir vielleicht beim Verantwortungssystem nachher kurz darauf. Aber ich möchte auch ein paar für Führung typische Verantwortungsvermeidungen hinweisen. Also das eine ist mal eine provokative Satz, ich sage, Verantwortung für Führung kann nicht wegdelegiert werden, was viele versuchen. Denn selbst wenn ich dann jemanden anderen beauftrage, für mich die Führung wahrzunehmen, wenn es meine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass derjenige dafür sorgt, dass das geschieht, dann kann ich nicht sagen, wenn es nicht funktioniert, ja, ich habe es doch gesagt, der soll es machen. Weil ich werde dafür bezahlt, dass durch Kommunikation in einer Kette sichergestellt wird, dass relevante Leute wirksam einbezogen werden, Wirklichkeit mitzugestalten. Also Führungsverantwortung kriegt man eigentlich nicht los. Man kann delegieren, aber man bleibt durch die Verantwortung für die Delegation immer noch verantwortlich. Und in der Politik nimmt man das ja dann auch sehr ernst, weil sonst die Leute sich nicht aktiv um Führung bemühen, dass sie gehen müssen, selbst wenn sie wirklich an dem Vorgang überhaupt keine Beteiligung haben. Das zeigt, dass sie sich nicht um Führungskultur gekümmert haben. Das ist im Einzelfall bedauerliche, aber insgesamt vernünftige Konstruktion, weil die Leute dann kapieren, das ist wirklich nicht delegierbar an Verantwortung fürs Haus. So ein paar typische Mentalitäten, mit denen Führungsverantwortung vermieden wird, ist, dass ich Selbstführung verordne. Und zwar legt durch formale Zielvorgabe, 6% Turn on Invest, das halte ich, das ist keine Führung. Und wenn Selbstführung nicht funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, dann versuche ich es halt mit Druck, Kontrolle, Zentralisierung, Normierung und all diese Entartungen, die wir kennen. Ich bin selbst durchaus ein Freund von Selbstführung, weil ich führe zum Beispiel einfach nicht gern. Ich habe extra einen Geschäftsführer eingestellt, der gern und gut führt, weil ich bin Unternehmer, ich bin ausgezeichneter Drehbuchschreiber, ich kann auch begeistern, ich kann auch die strategischen Steps von der Idee bis zur Verwirklichung in der Organisation herstellen, aber jeden Tag über die Ketten sicherstellen, dass jeder alles kapiert, das habe ich einfach keine Lust zu, das ist nicht meine Stärke. Aber ich weiß, dass es das braucht, und deswegen habe ich einen Geschäftsführer, der jetzt nicht mit mir um die guten strategischen Ideen konkurriert, sondern der Lust hat, die strategischen Vorgaben, die ich mache, durch Überführungskommunikation auch wirklich umzusetzen. Also Selbstführung ist okay, aber ich muss die Rahmensetzung und die Kultur schaffen, dass Selbstführung funktioniert. Auch da ist die Verantwortung nicht delegierbar. Mit der Mentalität sind doch alle teuer bezahlte Leute, die müssen doch wissen, was sie tun. Und die andere Vermeidung von Führung ist so eine Art Freigabe. Habe ich auch im internationalen Konzern erlebt. Da hat der Topmensch, als ich gesagt habe, ja, wie stellen Sie sich dann vor, die Führung, sagt er, ich muss nur die strategischen Vorgaben machen, ich habe die teuersten Leute, die müssen sich selber führen können. Die Besten brauchen keine Führung. Ich habe ihm damals spontan gesagt, stimmt nicht. Die Besten brauchen beste Führung. Also wenn ihr eine Fußballmannschaft, ne, seid aktuell, wenn du da lauter Stars hast und du hast keinen guten Trainer und keine gute Mannschaftsleitung, dann spielen die zusammen einfach nicht gut. Also es stimmt nicht, dass hochqualifizierte Leute keine Führung brauchen, sondern die brauchen hochqualifizierte Führung.
ja, über fehlende Beziehung, dass Ebenen, die eigentlich zu einer Führungskette gehören, schon aus dem Selbstverständnis heraus überhaupt nicht miteinander reden, ist natürlich ein totales Unding. Gibt es aber. Und das führt eben dann zu dem Aquaplanings-Effekt. Die unten melden nach oben nicht, was wirklich Sache ist, sodass sie oben gar nicht wissen, was sie konkret steuern, sondern immer nur in ihrem Ideenbereich rumsteuern und sich mit ihren Konflikten mit den horizontalen Kollegen beschäftigen. Und das, was die oben sich ausdenken, geht nicht wirksam nach unten. Und dann findet Führung einfach nicht statt. Gut, das brauchen wir jetzt hier nicht näher machen. Generell denke ich, dass gute Führung irgendwie auch eine Art von seelischem Kontakt braucht. Also so, dass das Wesen des anderen sagt, vielleicht ist nicht alles so, wie ich mir es vorgestellt habe, aber im Wesentlichen bejahe ich, dass wir in einer Führungsbeziehung sind. Und ich will meine Beiträge leisten, dass es funktioniert und dass wir dazulernen. Und wenn dieser seelische Kontrakt nicht erreichbar ist, glaube ich nicht, dass man das durch Befehl und Gehorsam oder durch Kontrolle und Überwachung letztlich machen kann. Da muss man, glaube ich, auch strukturelle Konsequenzen ziehen, was viele viel zu spät tun. Das Problem ist, wenn man es zu spät macht, muss man denjenigen, der dann den Kürzeren zieht, bei der Nichtpassung, dann muss der stigmatisiert werden, der muss schuld dran sein, dass er rausfliegt. Je früher man das macht, umso besser kann man sagen, du, ich weiß nicht, ob es an dir liegt, du kannst ein toller Mitarbeiter und sonst wie sein, aber irgendwie stimmt die Passung nicht, kulturelle Passung nicht, die Passung unserer Beziehung. Wir haben es probiert, mit vernünftigem Aufwand kommen wir da nicht weiter. Deswegen muss ich die Beziehung mit dir auflösen. Ich muss den aber nicht zusätzlich demütigen und stigmatisieren, um das Recht dazu zu haben, was manche denken. Weil sie sonst das sich als Versagen ankreiden, anstatt zu sagen, es ist kompetent von uns beide, dass wir etwas auflösen, was wir mit vernünftigem Aufwand nicht pflegen können. Ja, das kommt noch dazu. Wenn ich den einseitig loswerden will, muss ich vorher Munition sammeln. Ja, furchtbar. Ja. Aber Gott sei Dank ist ja in Deutschland die Mediation, ja, gewinnt ja jetzt an Kraft. Es sind ja neue Gesetze entstanden und ich gebe ja so eine Zeitschrift mit heraus, Konfliktdynamik, wo also man sich ein bisschen von dieser Art des justiziabel machen Denkens löst, weil das fürchterliche Kulturauswirkungen hat. Das habe ich schon gesagt. Führung ist so gut, wie die Kette ist. Operative Führung, strategische Führung, habe ich auch schon was gesagt. Ich würde gerne da noch diese Theatermetapher dazu tun. Also ich habe es jetzt mit dem Orchester gesagt, wenn die Leute ihr Instrument nicht kennen oder nicht im Zusammenspiel geübt sind, kann ich mit denen auch keine neue Musik erfinden. Im Theater, das finde ich ganz nützlich, damit auch die Leute nicht überfordert sind. Im Theater unterscheidet man zwischen Tagesregie und Neuinszenierungsregie. Also das ist eine unterschiedliche Führungskompetenzstufe, ob ich nur dafür zu sorgen habe, dass eine bekannte, eingespielte, bewährte Art der Inszenierung gut bleiben muss. Tagesregie. Aber von der ersten Idee, die Inszenierung stand, da war Premiere, man hat es zwei, dreimal gespielt, der Regisseur, der in der Lage war, aus nichts eine Erstaufführung zu führen, der kann dann abtreten, weil für den ist es langweilig, jetzt Tagesregie zu führen. Der macht ein neues Projekt. Und deswegen ist es eine ganz andere und in vieler Hinsicht auch sehr viel einfache Anforderung, jemanden zu haben, der strategisch führungsmäßig gut genug ist, bis das Ding steht. Da können auch Berater eine Hilfsrolle spielen, bis alle die Inszenierung verstanden haben, im Spiel kapiert haben, wie es zusammenspielen muss. Und dann braucht die Führungskraft eigentlich nur noch dafür sorgen, dass es nicht abflacht. Und das ist eine viel, viel geringere Anforderung als strategische Führung, wo aus einer Idee, wo noch nichts ist oder wo nur Gewohnheiten sind und wo nachher was ganz anderes sein soll, eine komplette Neuinszenierung zu machen. Also das entlastet auch, diese Unterscheidung zu machen.
Und da bin ich auch bei dem Thema von Reifegrad. Das ist, spielt eine zunehmende Rolle in unserem Curricula, in den Werkstätten. Wir machen dann OE-Werkstätten auch unter anderem zur Führung. Und wo die ein Anliegen einbringen und dann erarbeiten die sich untereinander ein Lerndesign, das das Problem lösen soll, was ja das Problem der Organisation ist, für die der Anliegensbringer arbeitet, aber auch das Steuerungsproblem des Anliegensbringers lösen soll in der Arbeit mit der Organisation. Und manchmal klappt es wunderbar, manchmal geht es völlig in die Hose. Und wir sind jetzt dazu übergegangen, Reifegradsanalysen vorher zu machen. Das heißt, wir, Stichwort Pferd und Reiter, ist das Pferd gut erzogen? Da reicht auch ein mittelmäßiger Reiter, um es gut reiten zu können. Ist das Pferd schlecht erzogen, aber der Reiter ganz gut, dann muss er wissen, dass er erst das Pferd erziehen muss, vorher kann er nicht mitreiten. Und das erfordert andere Art von Lerndesigns und Vorschläge, was jemand machen kann, je nachdem, zu welchem Schluss ich komme. Das Tragische daran ist, habe ich vorher schon mal gesagt, diesen Spruch, dass die unreifsten Organisationen die größenwahnsinnigsten Vorstellungen haben und Leute mit Aufgaben betreuen, deren Reifegrad völlig unzureichend ist, um das auszufüllen, es selbst aber gar nicht bemerken, weil sie gar keine Gütekriterien haben, um zu beurteilen, ob der das kann oder nicht. Und dann kommen die Leute zu uns in die Weiterbildung oder zu euch in die Beratung oder in den Workshop und wollen so geschwind das dazu erwerben und sind euch dann böse, wenn ihr das munter nicht bewerkstelligen könnt. Und wir machen das jetzt so. Und das haben jetzt auch Kollegen auch schon in die Firmen übernommen für die interne Klärung, dass die vorstellen, wie ist das System, in dem das macht, der ganze Kontext. Dann gibt es verschiedene Fragebögen, die ihr auch gern haben könnt. Hat das System solche, die Veränderung, die zu Change Management, wenn das angeleitet werden soll, haben die sowas schon mal gemacht? Machen die es in der Regel gut? Kommen die mit der Zeit, machen die realistische Planung? Stellen die angemessene Mittel für sowas parat? Wie ist der Prozess gelaufen, dass ausgerechnet der, der jetzt sein Steuerungsproblem in seiner Rolle in diesem Change-Prozess vorstellen möchte, wenn der merkt, er kann es nicht, aus irgendeinem Grund. Ist das System reif genug, dass man damit kompetent umgeht? Oder haut man den einfach gleich raus? Oder sagt man, dann machen Sie einen Rhetorikkurs, dann wird es schon werden? Oder so. Also, dass wir versuchen, sowohl irgendeine Art von Reifegradsbestimmung des Systems, in dem jemand tätig sein möchte, in der einen oder anderen Rolle, zum Beispiel Führung, prüfen, als auch den persönlichen Reifegrad. Kann das jemand überhaupt? Wie weit ist er damit und so weiter? Und erst wenn wir beides einigermaßen bestimmt haben, überlegen wir, okay, und wie kann dann ein Lerndesign von 1,5 Stunden aussehen, die für diese Kombination, für den Menschen und für die Organisation, das, was man im Moment tun kann, auch erreichen kann. Und dann, damit haben wir sehr viel bessere, also erstens lernen dann die Teilnehmer didaktisch zu denken, dass sie nicht irgendein Lerndesign, das man immer macht, jetzt halt auch machen, und wenn es nicht gut geht, war es halt dumm, hat Pech gehabt, sondern dass die wirklich überlegen, auch welches Lerndesign brauchen wir, damit es überhaupt eine Chance hat. Und wenn es keine Chance hat, kriegen wir einen ganz anderen Fokus. Wie kann man dem System beibringen, dass es so ähnlich geht? Oder wie kann man dem Protagonisten beibringen, dass er sich nicht umbringt, wenn er merkt, das kann er gar nicht können. Und wenn er das denen sagt und die sagen, es liegt nur daran, dass du eine Flasche bist, wie kann er das emotional verarbeiten? Es sind dann ganz andere Foki und ganz andere Lernbedarfe. Und da müssen, wenn wir sowohl den Menschen als auch den Organisationen einen manchmal unbequemen Dienst tun wollen, eine Kultur des aufrichtig einander Einschätzens entwickeln. Das ist relativ selten. Oder habt ihr je schon mal einem Rollenträger aus der Organisation gesagt, wissen Sie, wenn ich Sie so reden höre, habe ich das Gefühl, Sie können halt das einfach gar nicht, wofür Sie eingestellt sind. Obwohl es manchmal war. Machst du. Okay. Ja, aber man muss auch, manche Coaches beißen sich dann die Zähne aus. Ne? Also deswegen mache ich in Coaching-Beziehungen dann immer mehrhändige Kontrakte. Das heißt, ich brauche es, wenn da einer sagt, ich kann es noch nicht, aber ich will es im Coaching lernen, dann sagen, okay, dann bringen wir deinen Vorgesetzten und denjenigen, der am Ende fürs Ergebnis verantwortlich ist. Und dann mach uns eine Einschätzung von denen, was die glauben, was du lernen musst, ob mir das plausibel ist, dass mit diesem Lernen das, was noch fehlt,
in verfügbarer Zeit auch erreichbar ist. Und wenn das nicht erreichbar ist, mache ich den Kontrakt gar nicht. Und wenn ich denke, es könnte funktionieren, mache ich einen Milestone-Kontrakt und sage, okay, du musst aber mit denen regelmäßig, eventuell unter meiner Moderation, abklären, ob du die signifikanten Lernfortschritte machst, weil es sonst ja gar nicht funktionieren kann. Sonst stimmt ja auch das Timing nicht, wenn die damit rechnen, dass der in einem halben Jahr die Zügel auch wirklich selber führen kann und nach einem Vierteljahr hat er immer noch einen Zügel und hält ihn so, dann ist absehbar, dass das in dem halben Jahr nichts wird. Und das ist eine Verantwortung dem Menschen wie auch der Organisation gegenüber, frühzeitig dafür zu sorgen, wann Leistungsversprechen einfach auch nicht erfüllt werden können. Auch nicht so üblich in unserer Branche. Finde ich aber eine ganz wichtige Kompetenz. Darf ich da kurz nachfragen? Wie gehst du damit um, wenn du im Prozess merkst, dass du nicht mehr glaubst, dass der Coach die Kompetenz aufbauen kann? Ja. Also wie gehst du damit um, dass dann kein Abwertungsprozess geschieht, der ganz leicht passieren könnte? Ja, ich kann natürlich nicht verhindern, dass der sich selbst abwertet. Aber ich kann ihm einfach sagen, das kann man bei euch niemandem vorwerfen, weil keiner recht die Vorstellung hat, was es braucht. Du selbst nicht, das System nicht. Du hättest, wenn du einen qualifizierten Vorgesetzten haben willst, hätte er dich gar nicht eingestellt oder hätte sehr viel früher mit einer Schulung angefangen. Da ist jetzt niemand böse oder schlecht, aber ich sehe keinen Weg, wie das funktionieren kann. Und ich möchte rechtzeitig, bevor ihr euch alle eine Sackgasse begebt, das mit dir besprechen. Und dann gibt es Leute, die finden dankbar und erreichen und sagen, eigentlich habe ich es gewusst. Ich habe nur einen gebraucht, der sagt oder der mir hilft, das mit meinem Chef mal zu besprechen, der will das nämlich nie wissen, weil dann muss er drüber nachdenken. Dann hat er ein Problem, das er nicht haben möchte und dann entsteht eigentlich gar nicht das Problem, dass der ein Selbstwertproblem hat, sondern dass der andere aus einer symbiotischen Verklammerung von Fehleinschätzung sich nicht verabschieden möchte, weil er dann ein Problem dazu hat, das er jetzt noch nicht hat. Und das sind dann ganz andere Foki im Coaching, die dann entstehen und nicht mehr die Frage, kriege ich ihn denn vielleicht doch noch irgendwie hin. Ja, das sind so Unterfragen zur Prüfung von Reifegrad. Die muss ich jetzt nicht im Einzelfall durchgehen, ist im Beispiel schon mal gewesen. Und auch da, wer in der Sache schnell vorankommen muss, muss Kultur vorschalten, also auch bei den Lernprozessen erstmal die Klärung, welche Art von Lernprozessen in welcher Voraussetzung überhaupt eine angemessene Chance haben. Und wenn das, was machbar scheint, erreicht wird, was ja immer noch nicht ganz sicher ist bei lebendigen Organismen, würde dann das Problem, das man damit lösen will, hinreichend lösen. Weil zum Beispiel ein sehr enges Korsett ist, innerhalb der jemand dann lieferfähig sein muss, dass er selbstständig im Ausland agieren können muss. Und wenn klar ist, dass das kann der einfach gar nicht erreichen, dann muss auf der OE-Ebene was verändert werden. Das kann ich mit persönlicher Qualifizierung nicht erreichen. Noch mal kurz eine Frage. Ja? Diese Fragen, die da waren, sind, wen fragt ihr das alles? Damit wird ganz verschieden umgegangen. Also wir im Lernsetting, das sind Fragen, die die Leute im Hinterkopf haben, die sie den Protagonisten fragen, wie er sein System einschätzt. Da hast du immer ein bisschen ein Problem, weil du weißt ja nicht, ob der überhaupt beschreibungskompetent ist des eigenen Systems. Aber wenn aufgrund einer Schilderung eines wesentlichen Verantwortungsträgers den anderen kein Bild entsteht, was in der Organisation ist, dann gibt es auf jeden Fall ein Defizit. Das liegt zumindest in der Beschreibungsqualität, aber vielleicht auch im System. Da muss man überlegen, wen müssen wir dazu holen als Informationsquelle, um zu validieren, zu welcher Einschätzung wir gekommen sind. Es haben aber auch Lehrtrainer, unsere Lehrerinnen sind ja alle auch in Projekten tätig, dazu verwendet, diese Fragen zum Beispiel beim Aufsetzen eines Projektmanagements an sich selbst zu stellen, beziehungsweise sich wechselseitig zu stellen, um zu überlegen, welches Projekt können wir überhaupt können hier. So dass sie über Ressourcen, über Verantwortlichkeiten, über Rückzugsmöglichkeiten, wenn was nicht klappt und all die Sachen sich Gedanken machen und sich nicht in die Arbeit stürzen, um hinterher zu merken, dass die Voraussetzungen für Erfolg einfach hinten und vorne fehlen. Und dann hat man noch ein Leistungsversprechen an Kunden abgegeben oder im System warten andere auf den Beitrag zur Entwicklung. Und dann entstehen Dilemmata, egal wie, es ist einfach dann nur noch schlecht. Und ehrlich
möglichst früh, möglichst ehrlich ist einfach die beste Prophylaxe gegenüber Verzweiflungsdynamiken und Schiffbruch. Und die Systeme, die ja oft zerbrechen, sind ja die, die diese Lernprozesse nicht rechtzeitig machen wollen, weil sie Angst haben, es kratzt ihnen am Selbstwert gefehlt oder an den Privilegien oder die Kultur lässt es nicht zu. Und dann blenden alle weg, was eigentlich jeder weiß. Und dann kommt der Crash und zum Schluss sagen viele, ja, das haben wir immer gewusst. Und trotzdem hat niemand was Relevantes getan, dass es zum handlungsrelevanten Wissen der Organisation wird. Also kennt ihr alles natürlich, diese Phänomene. Das sind eben Versuche, das ein bisschen systematischer zu beschreiben, dass wir als Profession Landkarten und auch Erklärungsfiguren, Legitimationen, Selbstverständnisse, Ideen von unserer Verantwortung entwickeln und auch untereinander überlegen, wie müssen wir zusammenspielen, dass wir im Zusammenspiel gegenüber einer Organisation solche Verantwortungen wahrnehmen. Dazu braucht es dann wieder die eigene Kulturentwicklung. Und um sich über die verständigen zu können, braucht man wieder eine gemeinsame Sprache, dass man überhaupt weiß, wovon man redet. Ja. Ich merke so meine Aufmerksamkeit letzten Moment und gibst du mich nach. Wie ist so deine Zeitplan? Weil wir sagen, so wissen das eine. Also mit der Führungssache bin ich fertig. Ich würde jetzt mal vielleicht noch 10 Minuten vertikale Teamentwicklung machen. Und dann würde ich einfach nur noch die Charts von dem, was ich jetzt nicht schon nebenbei erklärt habe, würde ich nur noch sagen, habe ich erklärt oder das ist ganz neu, würde ich einfach nur noch so eine kleine Ortsbegehung machen. Also ich suche jetzt den Chart nicht raus, aber ganz wichtig, vertikale Teamentwicklung ist ein Kapitel auch in dem, doch Grünbuch, jetzt glaube ich. Da ist jetzt so die Frage, wie kann man Teamentwicklung jenseits der üblichen Verständnisse tun. Teamentwicklung ist wie Coaching, eine Handelsware, wo jeder das Gefühl hat, wir wissen, wovon wir reden. Wenn man es genau anguckt, haben wir keine Ahnung, wovon wir reden. In der Regel basiert Teamentwicklung von einem klassischen Verständnis von Team. Das sind irgendwie die, die auf einem Stock zusammensitzen oder die irgendwie eine gleiche Personalnummer haben. Und da gehören alle dazu, und weil wir so menschlich sind, kommt auch die Sekretärin, der Hausmeister und noch was dazu, weil wir sind ja ein Team. Das sind so stammeskulturelle Vorstellungen davon, was Team ist. Das ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Meine Gegendefinition, dass ich jetzt nicht zu lang werde, Team ist eine Verantwortungsgemeinschaft. Das heißt, für eine Teamentwicklung gehören die zum Team, die für die Frage, die wir in dieser Maßnahme besprechen wollen, zusammen Verantwortung finden müssen, also Verantwortung übernehmen. Und ein und dieselbe Problematik, zum Beispiel, es klappt nicht mit der Umsetzung von der IT-Strategie. Wenn ich zu dem Schluss komme, das ist ein Problem, dass das Zusammenspiel von IT-Entwicklung, IT-Nutzung, Maintenance und so weiter, gibt es ganz andere Leute, die zusammen Verantwortung übernehmen müssen, um das ins Laufen zu kriegen. Da brauche ich auch welche aus der anderen Abteilung. Nicht nur die aus dieser Abteilung. Und dann brauche ich auch, wenn das zum Beispiel schlecht klappt, weil die Vorgesetzten sich untereinander nicht geklärt haben, dann brauche ich natürlich auch die Vorgesetzten, die gehören auch zum Team, wenn auch in einer anderen Rolle. Also diese Gleichmacher-Ideen. Ich bin ja jetzt nur einer von euch, die kann man sich schenken. In der Organisation ist jemand immer in seiner Rolle, seiner Organisationsrolle. Das heißt, ich muss, also da gibt es einen Teamsteuerungsdreieck, das ich so schnell jetzt nicht finde. Das zeigt, dass ich, nochmal zu dem Beispiel, wenn ich dasselbe Thema als ein Problem von Führung und Personal Kultur ansehe, dann muss zum selben Problem, müssen dann ganz andere Leute, sind dann Team. Da ist die Führungskraft, spielt eine ganz wichtige Rolle, aber auch dessen Coach und die Personalentwicklung, die Leute entwickelt und die klassische Personalbetreuung, die für Vergütungssysteme zuständig sind, um zusammen rauszufinden, inwiefern ist das funktioniert das nicht oder inwiefern, was brauchen wir, um wesentliche Verbesserungen im Führungssystem zu erreichen, in der Annahme, dass damit ein signifikanter Beitrag zur Auflösung des Anlasses, weshalb man da ein Problem hat, hergestellt ist. Und wenn das kann gut funktionieren und trotzdem noch nicht anreichen,
ausreichend. Dann kann man sagen, okay, aber das ganze IT-Ding ist auch noch nicht gelöst. Dann machen wir uns eine zweite Teamsitzung und zu der Teamsitzung müssen andere Leute kommen. Also ich definiere das immer im Zusammenspiel mit dem Fokus und wähle auch meine Verfahren. Und dann kommt das andere noch dazu, der sogenannte fragmentarische Ansatz. Das heißt, dass wir immer Lernsettings aufsetzen, wenn wir durch Teamentwicklung lernen wollen. Also ich habe da ein Beispiel, findet auf der gelben CD, von der Bank gehabt. Ne? Sollten Mitarbeiter einer Bank von klassischen Vermögensberater, sollen die in echte Investmentbanker umgepolt werden und dann haben die dazu eine Wertpapierhandelsgesellschaft eingekauft und haben Duos gebildet. Es war ziemlich kompliziert und es hat halt in ein paar Fällen irgendwie super funktioniert und in der Regel auch nicht. Jetzt kannst du da keine Maßnahmen anbieten, weil du ja erst überhaupt noch gar nicht weißt, was das Problem ist. Und da haben wir zum Beispiel Maßnahmen der vertikalen Teamentwicklung angeboten. Da haben wir gesagt, okay, wir nehmen den Leiter dieses Wertpapierunternehmens, dann nehmen wir einen von denen, der mit den anderen gut zusammenarbeitet und einer, bei dem es klemmt. Und dann nehmen wir von den Abteilungen welche und deren Vorgesetzte, wo es gut läuft und wir nehmen ein Beispiel, wo es nicht so gut läuft. Und die sind einfach als Repräsentanten möglicherweise wichtiger Dynamiken zu einem gemeinsamen Lernsetting zusammengefasst. Und wir versuchen jetzt erstmal im Abgleich, warum funktioniert eigentlich da und warum funktioniert es da nicht. Ist das ein Thema von Führung? Ist das ein Thema von Grundqualifikation? Ist das ein Thema von DNA des Mitarbeiters? Aus dem klassischen Schalldruckbeamten wird vielleicht nie ein Investment Manager. Und dort, wo das DNA stimmt, sind auch die Verfahren hinreichend gut, die finden sich irgendwie. Dann gibt es welche, bei denen wäre die DNA vielleicht ganz in Ordnung, braucht aber sehr viel mehr Maßnahmen. Jetzt muss man aber die Maßnahmen nicht allen verordnen, sondern so, wo es klappt, kann man es ja lassen, sondern muss überlegen, was kann man von dem, wie es dort klappt, lernen, um eine Didaktik aufzubauen für die, bei denen es klappen kann, wenn ich mehr Hilfestellung gebe. Und wo gibt es Bereiche, da kann das so nicht klappen, das hat auch gar keinen Sinn, da was zu machen. Das heißt, und obwohl eigentlich das ganze Unternehmen, das sagen wir mal, das sind am Ende 50 Leute, im Prinzip betroffen sind, habe ich trotzdem nur 12 im Raum. Das heißt, ich löse, und dann, anstattdessen wird oft mit Großgruppendesigns gearbeitet. Die schaffen aber diese Differenzierung nicht. Und Team ist genauso horizontal wie vertikal. Durch meine Definition ist das sekundär, wie das hierarchisch ist. Und es wird einfach viel zu horizontal gedacht in unseren Kreisen. Wenn du jetzt einen Teil oder Repräsentanten dieser Teamentwicklung hast, dann erarbeiten die ja in Ergebnissen, Vorschlag, Ideen, Herangehensweisen, neue Strategien. Ja. Wie gehst du oder wie geht ihr damit um, diese Ideen, die dann erarbeitet werden, dann wiederum, da braucht es ja auch wieder eine Rückkopplung, dass die auch tragfähig werden und dann in die Umsetzung gehen. Dann auch. Ja, nicht nur eine Rückkopplung. Diejenigen, die dann, wenn sich was zu ändern hat, dafür, da Regisseure dieser Veränderung sein müssen, Drehbuchschreiber und Regisseure, die müssen mit ins Boot, die müssen mitlernen. Die müssen drin sein. Ja, sonst machen wir das nicht. Man weiß jetzt natürlich, dass immer wenn man systemisch denkt, weiß man nie, was ist noch System und was ist Umwelt. Das ist, muss man dann situativ entscheiden. Aber dass Leute ohne deren Federführung das nur über X-Bypass-Dinge klappt, wenn die nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, dann lehne ich so einen Auftrag auch einfach ab. Das ist ein Lass es uns wo machen, wo jemand bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Dieser Bereich ist vielleicht gar nicht der, mit dem wir anfangen müssen. Auch ein typischer OE-Fehler, dass man die Problembereiche zuerst machen will. Das heißt, lass uns lieber einen Bereich, in dem die Voraussetzungen sehr viel günstiger sind, machen, dass wir unter guten Voraussetzungen schon mal was lernen und verstehen können. Und dann gucken wir, kann man es übertragen. Und dann organisieren wir oft auch horizontales Lernen. Das heißt, der Sparkassenleiter von A macht über kollegiales Lernen, hilft dem Sparkassenleiter B zu verstehen und wir machen nur das Arrangement und die Supervision. Also da muss man sehr komplex drüber nachdenken und die Verantwortung in der Organisation ist nicht delegierbar. Das ist immer wieder mein Credo und jemand, der sagt, ich kann das von einem Berater machen lassen,
da springen Berater manchmal in mehr oder weniger erfolgreiche Ersatzfunktionen, aber ein vernünftiges Beispiel für eine nachhaltige Kulturentwicklung, selbst wenn es funktioniert, das ist auf keinen Fall. Kann mal übergangsweise, weil man einfach die Spielräume nicht hat, ich habe nichts dagegen, auch mal Management auf Zeit zu machen. Aber es muss jedem klar sein, was es ist und dass das jetzt nicht die Führungskulturentwicklung ist, sondern dass das jetzt mal gemacht ist, damit man irgendwie die Kuh vom Eis kriegt und dass man danach die frei werdenden Ressourcen verwendet, die Sache mal richtig anzugehen. Das Problem ist, dass halt viele Manager so gestrickt sind, dass wenn die Kuh vom Eis ist, dann verlieren die das Interesse. Und wie nichts bist du Vater des Babys, aber bist du eigentlich gar nicht zuständig. Also das ist vertikale Teamentwicklung und da spielen natürlich alle Fragen der Unternehmensgestaltung, spielen damit eine Rolle. Die klassische Teamentwicklung, die finde ich, ist absolut anachronistisch. Und ich selbst konnte zum Schluss einfach nicht mehr machen. Obwohl man da durchaus immer irgendetwas, was Leute ergreift, machen kann. Aber man muss eigentlich verantworten, ist das ein relevanter Beitrag zu einer Kulturentwicklung. Sonst sind eigentlich die Ressourcen verschleudert. Also das fordert uns natürlich heraus, weil das heißt zum Beispiel, du kannst jetzt sagen, ah ja, Teamentwicklung, Workshop, Termin steht auch schon, Chef kann leider nicht, aber machen Sie mal, okay, mache ich. Das geht dann halt nicht. Ja? Aber das ist ja pauschal zu sagen, Teamentwicklung ist dann schon, ist ja die relevante Einheit ist. Ja, nein, ich sage die klassische Teamentwicklung, wo man dann einfach mal alle zusammenholt und dann überlegt, was machen wir denn jetzt? Das ist. So ist es. Ich würde nicht sagen, das klassische Teamentwicklung, wenn man wirklich ein Team hat, das zu entwickeln ist, ist es ja was anderes, als was du beschrieben hast. Dieses Vertikale, das ist ja ein klassischer OE-Prozess. Das heißt, man hat ein Thema, was entwickelt werden soll, gesetzt eine Art Steuergruppe, weil nur so klar. Das Thema besetzt werden kann. Da, ich verstehe da nicht so ganz den Teamgedanken. Also was daran ist, das funktioniert. Das ist eine Teamentwicklung, aber was das funktioniert, klassische Teamentwicklung funktioniert einigermaßen dort, wo einfach strukturell praktisch die Definition erfüllt ist. Die sind eine Verantwortungsgemeinschaft, die sind untereinander komplementär vernetzt, das sind auch ihre Hauptbezüge und dann funktioniert eine klassische Teamentwicklung. Aber sehr viel wird für Teamentwicklung verwendet, da sind ganz andere Bezüge die entscheidenden. Und wenn du dann mit klassischer Teamentwicklung arbeitest, das funktioniert einfach nicht. So, das war der Teamentwicklung. Vielleicht zum Lernen will ich von den vielen Gesichtspunkten, die wir da haben, einen rausgreifen. Das ist der Gedanke des Tacit Learning oder implizites Lernen. Also kulturelles Lernen findet sehr häufig beiläufig statt. Also wir haben da ein didaktisches Problem, weil jeder für sich lernt, was er braucht und wie er es versteht, können wir Lernen nur begrenzt planen. Auf der anderen Seite, wenn wir die Leute irgendwas machen lassen, lernen sie irgendwas, aber nicht das, was sie lernen müssen, um Kultur zu entwickeln. Wir haben da diese didaktische Spannung und wir haben das Problem, dass wir möglichst kluges Lerndesign entwickeln, das von seinen strukturellen und kulturellen Komponenten eine große Chance hat, die gewünschte Kultur auch beispielhaft zu aktivieren. Und wir müssen gleichzeitig wissen, dass wir nicht planen können, ob in dieser Logik Leute wirklich was lernen. Und wenn ihr Seminare macht, ihr habt bestimmt oft die Erfahrung, dass dann 2 Jahre später jemand sagt, weißt du, das eine, was du da gemacht hast und gesagt hast, das war das zündende Element und du fragst mal vorsichtshalber nach, was war das denn? Du kannst dich gar nicht erinnern. Ja? Und das ist das Wesentliche am Kulturlernen, dass auf einer beiläufigen Weise emotionale Intelligenz sich mitentwickelt, aber trotzdem muss die ganze Sache fokussiert sein, sonst wird da Wildwuchs draus. Und obwohl du es fokussierst und didaktisch gut machst, muss es immer ganz viel Raum haben, dass Lernen stattfinden, über das du keine Kontrolle hast. Und über dieses grundsätzliche Dilemma muss man sich im Klaren sein. Ich beschreibe es oft als den Konflikt zwischen Moses und Aaron im Alten Testament.
der Moses war ja ein strikter Gegner von jeder Art von Bildererzeugung, ja, weil die Leute dann sofort die Bilder anzeugen und anbeten und aufhören zu lernen. Und da war der ein Radikalinski. Und als er dann 2 Wochen da mitten in dieser Wüste, die waren hungrig, haben nicht gewusst, ob es überhaupt das gelobte Land gibt, das war ja ihnen nur versprochen. Und dann kommt er nach 2 Wochen wieder und die konnten nicht 2 Wochen, ohne dass sie irgendetwas haben, an dem sie sich festhalten, auskommen. Und deswegen hat der Aaron gesagt, wir brauchen ein didaktisches Mittel, sprich goldenes Kalb, sodass die Leute das goldene Kalb schon mal anbeten können. Und dann kam der Moses zurück und er hat sehr fundamentalistisch reagiert und hat eine ganze Menge Leute umgebracht bei der Gelegenheit. Also durchaus kein sehr freundlicher Mensch. Und ich denke, es ist beides. Also wir brauchen eine Didaktik, ein Kalb, aber wir dürfen, oder eine Methodik oder ein Inhaltskonzept, wir dürfen das aber nicht für das Eigentliche halten, sondern das ist das, woran wir uns mal organisieren. Aber das, was wir dann wirklich brauchen, muss dahinter sein. Wenn wir uns aber keine Didaktik und keine Kulturvorgaben und keine Methoden vorgeben, dann kann es mal passieren, dass es ganz toll gelingt, dass man zu wesentlichen Dingen vorstößt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach nicht sehr groß. Und deswegen bemühen wir uns sehr, im Institut eine sehr komplexe Didaktik mit einer möglichst verständlichen Logik, warum wir was wie aufbauen, dass die Leute verstehen, wann wir auf welche didaktischen Elemente zugreifen, zu entwickeln und trotzdem kein festes System. Es muss immer der Spielraum bleiben, dass darin Lernen geschieht, das zwar durch die Didaktik eingeladen wird, das wir aber niemals planen könnten. Und mit dieser Dichotomie muss man eigentlich als Kulturbildner immer leben. An das andere System andockst, das beschäftigst, damit das Neue stattfinden kann? Nein, das ist auch, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass sinnvolles, fokussiertes Lernen, dessen Logik ich aber nicht planen kann, stattfindet, muss durch die Didaktik erhöht werden. Die Didaktik kann das aber nicht machen. Und dieses Angewiesensein, einerseits wirklich ein guter Didaktiker zu sein und sich überlegen, was bringt man da einfach rüber, wenn ich dann immer eine Aufstellung mache, weil ich halt gerne Aufstellung mache, das ist eine Einfachform von didaktischer Identität. Und da muss ich immer sehr überlegen, welche didaktischen Elemente habe ich, um kontextgemäß, situationsgemäß und so weiter wirklich auch ein Repertoire zu haben. Da arbeiten wir nach dem Bausatzprinzip, also wir entwickeln auch eine entsprechende Didaktik. Ich hoffe, dass wir später in einem Jahr so weit sind, dass wenn ihr euch jetzt daran erinnern, wie war das jetzt nochmal mit vertikaler Teamentwicklung. Ich merke jetzt, ich bin an einem Punkt meiner Arbeit, da müssen wir heute Nachmittag eigentlich genau das machen. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie das war und so. Dann wollen wir eine Didaktik bereitstellen, dass ihr in der Mittagspause in die Cloud geht, ruft Bernd Schmidt Konzepte auf, geht dort zum Thema Teamentwicklung, guckt die Charts durch und sagt, ah, das ist die Charts zum vertikalen Teamentwicklung, dann klickt ihr da drauf, dann seht ihr, dann kriegt ihr eine Angabe, wie lang der Teil im Video ist, in dem das erklärt wird, dann guckt ihr euch das an und sagt, ja genau, das ist es und jetzt habe ich es auch wieder und stimmt, das würde heute Nachmittag gut passen, aber wie soll ich jetzt, ich hab jetzt wieder die Idee, aber so schnell kann ich jetzt nicht eine Didaktik für den Nachmittag machen. Wie lehrt man sowas, wie lädt man Leute ein, ihr Projekt in diesem Licht zu betrachten? Dann klickt er auf die Toolbox, dann gibt es für die typischen Anwendungsfälle ein mögliches Tool mit einem Handout und die Charts dazu. Ihr könnt die Charts in euren eigenen Rahmen rübernehmen, also wenn unser Briefkopf geht weg, das CC bleibt unten. Und ich hoffe, dass ihr innerhalb von 10 Minuten eine kleine Chart-Präsentation machen könnt. Entscheidet euch für eine der Übungen, die ihr heute Nachmittag machen könnt und ein Handout dazu. Und das ist alles vorgefertigt und lässt trotzdem sehr viel Spielraum. Und so versuchen wir, diese Mischung herzustellen, eine High-Didactic-Lösung, die aber nicht gleichzeitig normative Vorgaben macht und alles uniformiert, sondern euch allen Spielraum lässt, wie ihr damit arbeitet. Also so, das ist meine Idee von Kombination. Also das Schönste daran, finde ich, ist, glaube ich, den kulturellen Impuls, den du damit in der Weiterbildungsbranche setzt, dass es klar ist,
Wissen, das ist ab jetzt nimmer die zentrale Ressource. Sebastian, zeig mir das schon immer, was du jetzt alles an Wissen verteidigst. Und dass es ganz offensichtlich wird, damit sind wir nimmer mächtig, sondern es geht was ganz anderes. Ja. Wirklich Respekt, dass ihr das auch macht. Ja, und die Leute sollen zu uns kommen, weil sie kapieren, dadurch, dass sie einen großen didaktischen Apparat haben, das hilft ihnen nicht, wenn sie nicht wohl lernen, verstehen, wie das sich anfühlt und wie das ist und wo sie nicht angeleitet werden, wie man das auch wirklich nutzen kann, wenn man es braucht. Und das ist von daher eher ein Konkurrenzvorteil auf dem Weiterbildungsmarkt. Ja, es ist Marketing, obwohl wir eigentlich verschenken. Da habe ich auch gar keine Sorgen.